Am Mikrofon begrüßt Sie Hans-Heinrich Obuch und viele Hörer haben sich in den letzten Tagen und Wochen bei uns erkundigt, wann wir denn wieder eine Redefreiheit im Nordwestradio senden. Ja, Ihnen war die Sommerpause offensichtlich zu lang. Wir konnten unsere Hörer aber beruhigen. Hier ist die erste Sendung der Redefreiheit mit Eugen Drewermann nach der Sommerpause. Herzlich willkommen im Studio, Professor Eugen Drewermann. Hallo. Guten Abend. Ja, unser Thema heute Veränderung. Das ist so ein Begriff, der unterschiedliche Anmutungen, Stimmungen wiedergeben kann. Veränderung so als persönlicher oder gesellschaftlicher Aufbruch oder als persönlicher oder gesellschaftlicher Rückschritt, Angst vor räumlicher oder beruflicher Veränderung oder Freude auf räumliche oder berufliche Veränderung. Und dann die Frage, kann man die Gesellschaft verändern, ohne sich als Individuum zu verändern? Oder andersrum, kann sich das Individuum verändern, ohne dass sich die Gesellschaft verändert? Veränderung. Sie können mit dem Paderborner Psychoanalytiker und Theologen Eugen Drewermann diskutieren heute wieder bis 23 Uhr. Ich gebe jetzt schon mal die Telefonnummer Ihnen bekannt und da Sie uns anrufen können, 17 Cent pro Minute, aber keine Sorge, wir rufen Sie dann gerne zurück, wenn Sie Ihr Anliegen geschildert haben. Hier ist die Telefonnummer zum Mitschreiben 01805 24 66 24. Noch einmal 01805 24 66 24. Sie können uns aber auch eine E-Mail schreiben. Einige haben das schon getan in den letzten Tagen. Und zwar ist da die Adresse redefreiheit@radiobremen.de. redefreiheit@radiobremen.de. Ja, wir halten schon mal fest, Professor Drewermann, Veränderung kann Hoffnung machen. Sie kann aber auch ängstigen. Ich glaube, Veränderung birgt auch philosophisch, so sind ziemlich sämtliche Stimmungen, Emotionen und Gefühle. Das Eigenartige ist, dass man über Veränderung so spricht, wie man das Gegenwärtige empfindet. Ist man damit einverstanden, wird man jede Veränderung fürchten oder als Bedrohung erleben. Umgekehrt, wer unzufrieden ist mit den Verhältnissen, in denen er sich selber befindet oder in seiner eigenen Person sich fühlt, wird natürlich wünschen, dass sich etwas verändert, aber wie sollte das zustande kommen? Ihre Frage gilt, wie kann man überhaupt feststellen, dass sich etwas verändert? Ja, wie kann man es feststellen? Es war in der Antike ein großes Problem. Wenn wir in die Religionsgeschichte hineinschauen, finden wir, dass die alten Religionen die Veränderung geradezu geleugnet haben. Man dachte, dass die Zeit sich nicht linear bewegt, sondern im Kreise zyklisch. Und das schien außerordentlich sich nahezulegen, indem alles in der Natur scheinbar sich in Ringen bewegt. Die Sonne geht auf und sie geht unter. Die Jahre kommen und gehen und innerhalb des Jahres wieder ein Zyklus. Die Vögel fliegen fort und sie kommen wieder. Man betrachtet ein Blatt und man findet die gleiche Form auf veränderter Skala, aber nach fester Regel immer wieder gleichförmig abgebildet. Das alles spricht dafür, dass es nur an der Oberfläche eine Veränderung gibt. Und so dachte in der Antike vor allem der griechische Philosoph Parmenides, es gibt nur das Sein. Alles, was sich verändert, ist ein Sinntrug, eine Täuschung. Und darin riecht die Frage, ob nicht Veränderung lediglich bei oberflächlicher Erscheinung den Eindruck macht, sie sei wirklich. Und bei tieferer Form der Beschreibung, wenn wir den Ursachen nachgehen, sich erweist, dass sich gar nichts ändert. Diese Auffassung war kein geringerer als Aristoteles. Er dachte, wenn überhaupt Veränderung sei, müsste sich der Träger der Veränderung, die Substanz, austauschen. Aber was ist, wenn ein Mensch stirbt? Man hat dann seinen Körper noch. Braucht man jetzt eine neue Substanz? Das war sehr spekulativ. Um zu zeigen, wie modern diese Gedanken auch 2000 Jahre später sind, muss man sich an Helmholtz erinnern. Die Thermodynamik erklärt als allererstes, die Energie im Weltall lässt sich weder vermindern noch vermehren. Sie bleibt sich gleich und alle Veränderung geschieht unter dem Energieerhaltungssatz. Wie beurteilt man jetzt das, was sich innerhalb des Gleichbleibenden verändert? Sie haben uns auch wieder Texte mitgebracht. Der erste Text ist von Martin Buber, Versammler. Warum haben Sie gerade den ausgewählt? Versammler ist die Übersetzung des hebräischen Kohelet, auf Deutsch in aller Regel der Prediger, ein Buch der Bibel. Es ist das einzige, in dem Gott so gut wie gar nicht vorkommt und es ist in die Bibel wahrscheinlich nur gekommen, weil es ein wunderbares Hebräisch redet. Hebräisch ist die Sprache der Bibel und man dachte sich bei der Synode in Jamnia,
dieses Meisterwerk der Dichtung können wir nicht einfach beiseite tun. Es ist mehr eine Frage nach dem, was Religion tröstens geben könnte, als dass es selber irgendeinen Trost enthält. Und das wird festgemacht am Thema Veränderung. Und wir hören jetzt diesen Text von Martin Buber, Versammler, gelesen von Holger Postler. Dunst der Dünste, spricht Versammler. Dunst der Dünste. Alles ist Dunst. Welchen Vorteil hat der Mensch von all seiner Mühe, damit er sich abmüht unter der Sonne? Ein Geschlecht geht, ein Geschlecht kommt, und die Erde steht in Weltzeit. Strahlt die Sonne auf, kommt die Sonne hinab. Sie strebt zu ihrem Ort, dort verstrahlt sie. Nach dem Süden geht, nach dem Norden kreist, kreist und kreist und geht der Wind, in seinen Kreisen kehrt der Wind. Alle Bäche gehen zum Meer, und das Meer ist keinmal voll. An den Ort, dahin die Bäche gehen, dorthin kehren sie sich zum Weitergehen. Ermüdend sind alle beredbaren Dinge, niemand kann sie zu Rede machen. Nicht sättigt sich das Auge am Sehen, nicht füllt sich das Ohr mit Hören. Was im Sein war, ist, was sein wird, und was man tat, ist, was man tun wird. Keinerlei Neues unter der Sonne. Wehst ein Ding, davon einer spricht, sieh dieses an, das ist neu. Längst ist's gewesen, in der Weltdauer, die vor uns gewesen ist. Kein Gedenken ist für die Frühen und auch für die Späten, die sein werden. Für sie wird kein Gedenken sein, bei denen, die spätest da sein werden. Ich, Versammler, war König über Israel in Jerusalem. Ich gab mein Herz daran, in der Weisheit zu forschen und zu spüren, nach allem, was unter dem Himmel getan wird. Ein übles Geschäft hat da Gott den Menschenkindern gegeben, sich damit zu befassen. Ich habe alles tun gesehen, das unter dem Himmel getan ward, und da alles ist Dunst und ein Trachten nach Wind. Verkrümmtes nicht vermag man's gerade zu richten, Mangel nicht vermag man's in Zahl zu bringen. Ich habe, ich mit meinem Herzen geredet, sprechend, ich da, meine Weisheit habe ich groß gemacht und gemehrt über alles, was vor mir über Jerusalem war, und mein Herz hat viel eingesehen, Weisheit und Kenntnis. Und nun gab ich mein Herz dran zu erkennen, Weisheit und Kenntnis als Tollheit und Narrheit. Ich erkannte, dass auch dies ein Trachten nach Wind ist, denn in einer Fülle von Weisheit ist Verdrusses die Fülle, und wer Kenntnis mehrt, mehrt Schmerz. Ich sprach zu meinem Herzen, geh doch los, ich will dich mit Freude versuchen und besieh das Gute. Und da, auch dies ist Dunst. Zum Lachen sprach ich, toll ist's, und zur Freude, was tut die auf? Ich spürte in meinem Herzen es aus, mein Fleisch zu laben mit Wein, nur dass mein Herz sich mit Weisheit führte und mich an die Narrheit zu halten, bis dass ich sähe, wo denn für die Menschensöhne das Gute sei, auf das unterm Himmel sie's tun, die Zahl ihrer Lebenstage hindurch. Groß legte ich mein Tun an, ich baute mir Häuser, ich pflanzte mir Rebenhänge, ich machte mir Gärten und Haine und pflanzte aller Art Fruchtbäume darein. Ich machte mir Wasserteiche, draus einen Wald, Bäume sprießend, zu tränken. Ich erwarb mir Knechte und Mägde, Haussöhne waren mir eigen, auch viel Erwerbs an Rindern und Kleinvieh war mein. Mehr als aller, die vor mir in Jerusalem waren. Auch stapelte ich Silber und Gold, Sonderschatz von Königen und den Gauen. Ich schaffte mir Sänger und Sängerinnen an und die Wonne der Menschensöhne, die Dame und die Damen.
Ich wurde groß und nahm zu, mehr als alles, was vor mir in Jerusalem war. Und gar meine Weisheit, die stand mir bei. Was meine Augen alles wünschten, nicht versagte ich's ihnen, nicht weigerte ich mein Herz aller Freude, denn mein Herz freute sich von all meiner Mühe her, und mein Teil war dies von all meiner Mühe her. Ich aber, ich wandte mich der Allheit meines Tuns zu, das ich getan hatte, und der Mühe, damit ich es zu tun, mich abgemüht hatte, und da alles ist Dunst und ein Trachten nach Wind, und kein Vorrang ist unter der Sonne. Martin Buber, Versammler, hier zu unserem Thema Veränderung in der Redefreiheit mit Eugen Drewermann. Herr Drewermann, als ich den Text so angelesen habe, da habe ich gedacht, oh Gott, das ist aber ein sehr pessimistischer Text. Also da bewegt sich nichts. Das macht ja eher ja traurig. Ist das so eine Empfindung, die ja wirklich vollkommen daneben liegt bei mir, oder treffe ich damit auch den Kern zumindest der ersten Einlassung? Nein, das ist der durchgehende Tenor dieses biblischen Buches. Man legt es König Salomo in den Mund. Und jeder verbindet, wenn er den Namen dieses Mannes hört, um 1000 vor Christus, den Inbegriff der Vereinigung von Macht und Weisheit, von Glück und Lebenskunst. Salomo ist der König der größten Prachtentfaltung in Israel. Er hat so viele Frauen, wie er will, so viele Pferde, wie er will, so viel Majestät. Und er ist bis in die Welt hinein berühmt für die Anstrengung seines Geistes, für die Güte seiner Ratschläge. Von Saba her kommt eine Königin ihn besuchen. Streitfragen unter den Menschen löst er auf wie einen verwirrten Knoten, ohne ihn zu zerschlagen. Salomo ist das Idealbild. Und diesen Mann jetzt lässt der unbekannte Autor, den man den Versammler oder Kohelet nennt, in dieser Weise nachsinnen. Was immer er tut, es hat keinen Bestand. Er unternimmt vieles, er verwandelt die Landschaft rings um seinen Palast, wir haben es gehört, mit Weinbergen, mit Gärten, mit Neubauten, mit Tempeln sogar. Der Tempel in Jerusalem wird auf ihn zurückgeführt. Sogar Gottesdienst ist ihm nicht fremd. Und nun spricht dieser Mann, dass von all dem, was er geschaffen hat, nichts bleibt, nicht einmal die Erinnerung. Spätere Generationen kommen und man entdeckt ihnen gegenüber, dass man nichts weiter war als ein Blatt im Herbstwind, als eine Welle im Meer, eine Kräuselung an der Oberfläche. Und das ist nun das Erstaunliche. Wir haben eben noch angedeutet, dass man Veränderungen doch nur bestimmen könnte, wenn es etwas Bleibendes gibt. Und genau damit ist völlig unzufrieden dieser Mann, und man muss ihm Recht geben. Worauf es ankäme, ist, dass es etwas Bleibendes in dem sich Verändernden gibt. Und wo wäre das, wenn die menschliche Natur kommt und dahin geht und es zeigt sich, dass sie im Energiehaushalt der Welt, des Kosmos, nichts weiter ist als eine kleine, geringfügige, lokale Austauschbilanz? Heißt das jetzt mehr Demut vom Menschen, oder ist dieser Protagonist in eine Falle getreten, weil er natürlich sehr viel in Anführungsstrichen verändert hat, aber letztlich sagt, im Grunde genommen hat nichts Bestand, nichts ist von Dauer? Wir können es festmachen, das, was er beklagt, ist zunächst, dass alle Veränderungen, die Menschen in die Welt bringen und die sie an sich selber vollziehen lassen, Mühsal bedeutet. Es ist, wie wenn die Flüsse sich hinschleppen, in endlosen, mäandrierenden Bewegungen durch die Wüste, bis dass sie einmünden in das Meer. Und wozu tun sie das? Das Meer erfährt überhaupt keine Veränderung. Vor unseren Augen, es vermehrt sich der Salzgehalt, es passiert im Meer eine ganze Menge, aber das sehen wir nicht. Und für die Flüsse ist es eigentlich auch kein Vorteil. So scheint es, dass sich über dem Meer die Wolken erheben, über das dem Festland abregnen und damit überhaupt den Flüssen ihre Quellen und Energie zum Fließen schenken, wird wieder von uns so nicht wahrgenommen. Wo also findet eine Veränderung statt, die in sich selber eine Belohnung tragen würde? Das ist diesem Mann nicht erkennbar. Schopenhauer meinte einmal, es ist unmöglich, am Ausmaß der Mühsal und der Qual auf Erden etwas zu ändern. Wir können lediglich von der einen Stelle zur anderen hin umschichten. Wir leiden vielleicht subjektiv weniger, wenn wir andere leiden machen. Wir können uns von der linken Seite, die wehtut, im Bett drehen, auf die rechte Seite und haben einen geringfügigen Augenblicksvorteil. Wir können in der Politik mal die Regierung austauschen, mal die eine Partei gegen die anderen. Aber was soll das bewirkt haben? In den Kulturen, die wir eingangs ansprachen, die sich
sehnten nach dem Gleichmaß im Zyklus und sich dessen sicher waren, es gibt eine wirkliche Veränderung, gar nichts, weil alles wiederkommt. War man zugleich der Meinung, dass jeder Tag eine solche Plage ist, dass man abends sich müde hinlegt und übergibt die Last dem kommenden Tag. Die ganze Zeitbewegung müsste eigentlich stillstehen, wenn es darum ginge, Erleichterung zu erfahren. Es ist ein endloses sich abarbeiten mit dem Preis der Vergänglichkeit und der Vergeblichkeit. Dann muss man noch mal den Prediger hören. Er hat alles versucht. Er hat sich in die Sinne hineingetaucht, indem er sie ausleben wollte. Und es hat nur zu Überdruss geführt. Man kann so viel trinken, wie man will. Am Ende bleibt der Ekel, stellt er simpel fest. Er hat's mit Weisheit versucht, aber kommt er den Dingen auf die Spur, ist nichts Bleibendes. Und so verstehe ich dieses biblische Buch. Es ist im Grunde ein Rufen nach einer Lösung, die vor unseren Sinnen überhaupt nicht existiert und in der Reflexion über das Sichtbare nicht auftaucht. Es müsste etwas Bleibendes in dem sich Verändernden geben. Es ist ein Hilfeschrei nach Unendlichkeit, nach Ewigkeit, nach Unsterblichkeit, nach einer anderen Welt. Professor Drewermann, warum haben Sie zu unserem Thema Veränderung, das ist ja unser heutiges Thema, gerade diese Musik ausgesucht? Ich wusste nicht besser darzustellen, wovon wir gerade gesprochen haben. Man sieht die Schönheit einer Rosenblüte, eines Tannenzapfens, eines Farns und man entdeckt sofort das Gleichbleibende, das sich verändert. Nach einem festen Muster wird variiert, aber die Gesetzmäßigkeit der Veränderung selber ist schon schematisch festgeschrieben. Und das beeindruckt uns. Er freut uns. Lediglich, wenn wir sehr unzufrieden oder gelangweilt darüber würden, halten wir das Ganze für leer und nichtig wie der Prediger. Die Musik aber ist die adäquateste Form der Schönheit der Natur in dieser Darstellungsform zu entsprechen. Und darunter das Beste ist die Fuge. Ein Thema bleibt, es steht fest und darüber wird variiert. Darin liegt die ganze Schönheit der Musik einer Fuge, so wie wir sie gerade gehört haben. Heißt das schon dann beinahe, also dass die Fuge so etwas repräsentiert wie das ewig Gleiche, das sich nur in kleinen Variationen mal dorthin verändert oder mal hierhin verändert, aber im Grunde genommen fest verankert ist? Das Eigentümliche ist, ich möchte jetzt mit Haydn gegenüber dem Prediger sagen, es ist die Ahnung der Ewigkeit in der Zeit. Das ist eine Form von Frömmigkeit, zu der der Prediger selber sich nicht mehr aufschwingt, nach der er sich aber sehnt. Die müsste in Erfüllung gehen. Es müsste mitten in der Zeit gegenüber der Beliebigkeit, der Vergänglichkeit, der Enttäuschung, es lohnt sich doch nicht, ein Fenster sich auftun, in welches hinein ein neuer Atemwind der Ewigkeit in die Zeit strömen würde. Veränderung bedeutet ja dann auch viel, in den Köpfen mancher Leute, Gewaltveränderung, also eine Veränderung mit Gewalt, unter Umständen auch mit Blut. Ich schiele da auch schon mal auf den nächsten Text von Georg Büchner, Danton. Warum ist der jetzt hier an dieser Stelle platziert von ihm? Weil man den Mut hat, plötzlich die Mühsal auf sich zu nehmen und sie sogar will um jeden Preis. Die Azteken litten darunter. Ihr Problem war der mittelamerikanischen Indianer, wie kommt Bewegung zustande und woher gewinnt man die Kraft dazu? Die Sonne müsste längst ausgezehrt sein. Dass sie sich bewegt, ist überhaupt nur zu gewährleisten, indem man ihr blutige Opfer darbringt. Jeden Tag muss die Sonne ernährt werden mit Blut, damit sie am Himmel sich bewegt. Das alles erfordert eine unglaubliche Plage und Anstrengung. Wenn das so ist, ist die Frage, wie kann man es akzeptieren? Die Azteken führten permanent Krieg, das war ihre Lösung. Und wir haben in der Neuzeit gegenüber dem zyklischen Denken eine lineare Konzeption entwickelt. In Anlehnung an das Christentum, aber säkularisiert. Es sollte vom Uranfang gehen auf ein endgültiges Ende und dazwischen ein permanenter Fortschritt. Das ist das 18. Jahrhundert und daran glaubt man fest und um jeden Preis. Was es denn kosten mag, verdichtet sich vielleicht am intensivsten in der Französischen Revolution. Nie war der Wille zur Veränderung glühender, schon weil man es hasste, immer wieder auf der Stelle zu treten. Der König stirbt, der König lebt, das alles dreht sich im Kreise. Veränderungen sind dringend nötig, aber sie werden vom Hofe verweigert. Stattdessen tanzt man herum, Nacht für Nacht im Trianon, auf den Seelen des Volkes und auf den Schultern der Arbeiter. Der ganze Spuk müsste auffliegen, das will man. Und nun passiert's im Jahre 1789. Da passiert also dann die Revolution, verbunden natürlich auch mit dem Wunsch, ja einen neuen Menschen oder auch ein neues Menschenbild zu erfinden. Ist das dann gescheitert?
War der Mensch nicht reif genug, um das auch dann zum Vollzug zu bringen? Oder was ist da eigentlich dann passiert? Man hat das gedacht. Man hat sogar den Kalender neu formuliert. Man wollte eine neue Vernunftreligion einrichten. Man wollte alles neu. Die Welt gewissermaßen fing noch einmal ganz von vorn an. Radikaler ist im Grunde im geschichtlich-politischen Raum in Europa Veränderung nie buchstabiert worden. Und die Frage ist, was hat man eigentlich erreicht und was für Preise musste man dafür zahlen und welche Enttäuschungen musste man hinnehmen und hätte man das alles nicht auch vorher wissen können? Kaum jemand hat das alles besser auf den Punkt gebracht als Georg Büchner, der diese Frage an seine Geliebte schrieb. Was ist es, das in uns mordet, hasst, flucht, raubt, plündert? Wer sind wir eigentlich selber? Und wie kann eine geschichtliche Änderung dieses Problem lösen oder artikuliert sich nur das Unmenschliche? Überdramatisch und überdimensioniert in dem, was dann passiert. Was ist Geschichte? Wer sind wir selber? Das macht er in Dantons Tod, einem ganz berühmten Drama, deutlich. Und darin gibt es eine Rede, dass Saint-Just, die historisch so gehalten wurde. Und die wollen wir jetzt hören. Georg Büchner, Danton. Es scheint in dieser Versammlung einige empfindliche Ohren zu geben, die das Wort Blut nicht wohl vertragen können. Einige allgemeine Betrachtungen mögen sie überzeugen, dass wir nicht grausamer sind als die Natur und als die Zeit. Die Natur folgt ruhig und unwiderstehlich ihren Gesetzen. Der Mensch wird vernichtet, wo er mit ihnen in Konflikt kommt. Eine Veränderung in den Bestandteilen der Luft, ein Auflodern des tellurischen Feuers, ein Schwanken in dem Gleichgewicht einer Wassermasse und eine Seuche, ein vulkanischer Ausbruch, eine Überschwemmung begraben Tausende. Was ist das Resultat? Eine unbedeutende, im großen Ganzen kaum bemerkbare Veränderung der physischen Natur, die fast spurlos vorübergegangen sein würde, wenn nicht Leichen auf ihrem Wege lägen. Ich frage nun, soll die moralische Natur in ihren Revolutionen mehr Rücksicht nehmen als die physische? Soll eine Idee nicht ebenso gut wie ein Gesetz der Physik vernichten dürfen, was sich ihr widersetzt? Soll überhaupt ein Ereignis, was die ganze Gestaltung der moralischen Natur, das heißt der Menschheit, umändert, nicht durch Blut gehen dürfen? Der Weltgeist bedient sich in der geistigen Sphäre unserer Arme ebenso, wie er in der physischen Vulkane oder Wasserfluten gebraucht. Was liegt daran, ob sie nun an einer Seuche oder an der Revolution sterben? Die Schritte der Menschheit sind langsam. Man kann sie nur nach Jahrhunderten zählen. Hinter jedem erheben sich die Gräber von Generationen. Das Gelangen zu den einfachsten Erfindungen und Grundsätzen hat Millionen das Leben gekostet, die auf dem Wege starben. Ist es denn nicht einfach, dass zu einer Zeit, wo der Gang der Geschichte rascher ist, auch mehr Menschen außer Atem kommen? Wir schließen schnell und einfach, da alle unter gleichen Verhältnissen geschaffen werden, so sind alle gleich. Die Unterschiede abgerechnet, welche die Natur selbst gemacht hat. Es darf daher jeder Vorzüge und darf daher keiner Vorrechte haben. Weder ein Einzelner noch eine geringere oder größere Klasse von Individuen. Jedes Glied dieses in der Wirklichkeit angewandten Satzes hat seine Menschen getötet. Er hatte 4 Jahre Zeit nötig, um in der Körperwelt durchgeführt zu werden. Und unter gewöhnlichen Umständen hätte er 1 Jahrhundert dazu gebraucht und wäre mit Generationen interpunktiert worden. Ist es da so zu verwundern, dass der Strom der Revolution bei jedem Absatz, bei jeder neuen Krümmung seine Leichen ausstößt? Wir werden unserem Satze noch einige Schlüsse hinzuzufügen haben. Sollen einige 100 Leichen uns verhindern, sie zu machen? Moses führte sein Volk durch das Rote Meer und in die Wüste, bis die alte, verdorbene Generation sich aufgerieben hatte, ehe er den neuen Staat gründete. Gesetzgeber, wir haben weder das Rote Meer noch die Wüste, aber wir haben den Krieg und die Guillotine. Die Revolution ist wie die Töchter des Pelias. Sie zerstückt die Menschheit, um sie zu verjüngen. Die Menschheit wird aus dem Blutkessel wie die Erde aus den Wellen der Sündflut mit urkräftigen Gliedern sich erheben, als wäre sie zum ersten Male geschaffen.
alle geheimen Feinde der Tyrannei, welche in Europa und auf dem ganzen Erdkreise den Dolch des Brutus unter ihren Gewändern tragen, fordern wir auf, diesen erhabenen Augenblick mit uns zu teilen. Ja, aus Dantons Tod von Georg Büchner, und ich habe mal ganz schnell mitgeschrieben, zerstückt die Menschheit, um sie zu verjüngen. Das klingt ja wirklich sehr euphorisch und gleichzeitig sehr zynisch, oder? Das ist wirklich so. Saint-Just hält diese Rede um den Massenmord, den Robespierre, der Gerechte, der moralisch Strenge über das Volk verordnet durchzuführen und als vernünftig zu erweisen. Die Prinzipien sind klar. Gleichheit vor dem Gesetz, eine wirkliche menschliche Errungenschaft, möchte man denken. Förderung elementaren Ursprungs der menschlichen Sehnsucht. Keiner ist von Hause aus gegenüber einem anderen bevorzugt. Die kleinen Unterschiede der Natur, von denen Saint-Just ja redet, ausgenommen. Es geht ums Wesentliche, und da sind alle Menschen gleich. Wenn man sich anschaut, worauf das die Antwort sein soll, ist es evident, dass darin ein Fortschritt liegt. Bis dahin waren die Blaublütchen einfach genetisch bevorzugt gegenüber dem Bürger. Die Könige wurden an die Höfe gebracht wie die Bienenkönigin im Stock. Sie mussten eigentlich überhaupt nichts persönlich dafür tun. Sie wurden herumgereicht durch Heirat und Hochzeit, und ihre Kinder waren die Auserwählten. Das alles war die Natur, von der Saint-Just redet. Und sie erweist sich vor der menschlichen Vernunft als barbarisch. Die Gesellschaft muss sich unterscheiden von der Natur. Und nun kommt ein Paradox hinein. Er argumentiert mit Hilfe der Natur, um zu rechtfertigen, was im Raum der Geschichte durch Menschen geschieht. Zweifellos hat er recht. Die Natur ist rücksichtslos, sie ist barbarisch, sie geht über Leichen und merkt es nicht einmal. Ein kleines Erdbeben genügt, eine Feuersbrunst, eine Pest, die sich ausbreitet. Erscheinungen der Natur können von gewaltiger Vernichtungskraft sein. Weil das so ist, soll das menschliche Handeln gerechtfertigt sein, wenn es nach gleichem Muster zu agieren unternimmt. Damit wird der Mensch naturalisiert, er wird genau um das gebracht, was den Fortschritt der Geschichte bilden sollte. Im Gegenteil, Menschen, die so handeln, fallen über die ganze Evolution zurück in die Ur- und die Vorzeit, unterhalb des menschlichen Niveaus. Das müsste die Antwort auf Saint-Just sein, aber so wird sie nicht getroffen, denn die Rechtfertigung gilt. Man muss vor Augen haben, dass geschichtliche Veränderung, wie er ja selber sagt, in Jahrhunderten sich darstellen mag. Man muss auch voraussetzen, dass der Gedanke der Evolution, Charles Darwin, noch fast ein halbes Jahrhundert hinsteht. Man denkt im Raum der Geschichte, dass sich etwas verändern muss, und das tut man Kraft der politischen Notwendigkeit, die man dringlich spürt. Die Massen hungern und sie haben kein Brot, und Marie Antoinette erklärt wirklich, dann soll man ihnen Kuchen geben. Sie hat keine Ahnung, wie das Volk leidet. Sie sitzt in einer vollkommenen Parallelwelt. Und das Ganze ist ein solcher Spuk, dass es zerbrochen werden soll und muss. Das ist die Auffassung. Und Fortschritt liegt jetzt darin, Freiheit in die Geschichte zu bringen, Autonomie, alte Forderungen der Aufklärungsphilosophie. Immanuel Kant, Hegel ist begeistert über den Fortschritt der Französischen Revolution. Fast alle Intellektuellen der Zeit sind das. Aber dann schaut man voller Entsetzen nach den Preisen. Plötzlich entdeckt man, Krieg und Guillotine sollen die Instrumente sein. Ist die menschliche Geschichte wirklich so zu einem Fortschritt zu bewegen, dass man den gesamten Organismus der Menschheit auf den Operationstisch legt, schneidet die Verletzungen und die Wunden heraus und hat dann einen funktionsfähigen, gesunden Organismus? Oder nicht ganz im Gegenteil? Kann man eine wirkliche Veränderung in der Geschichte einleiten, indem man die Verhältnisse ändert? Auch das ist ein Gedanke, der sich ja fortgesetzt hat. Dostojewski wird genau 100 Jahre später schreiben in den Dämonen in Gestalt des Studenten Schigaljow: Wir müssen durch den Sumpf hindurch, und wenn es Millionen Tote kosten wird. Das ist der vorweggenommene Stalinismus, wie wenn man das geahnt hätte. Jedes Opfer ist der Fortschritt der Gesellschaft wert. Darf man so tun, oder widerlegt man damit alle Ziele, die man auf diese Weise zu erreichen vorgibt, indem man durch den Einsatz der Mittel beweist, dass man dahin nie kommen wird? Diese Problemstellung hört nicht auf, sie geht eigentlich ständig weiter. Die Rechtfertigung der Revolution liegt darin, dass die Zustände allzu lang gedauert haben, dass man die Veränderungen, die nötig waren, verweigert hat. Die Gesellschaft könnte eine Kontinuität behalten haben, würde sie auf die neuen Bedingungen immer weiter angepasst. Das Kernproblem wird bei Saint-Just nicht einmal artikuliert.
was sind wir selber denn für Menschen, wenn wir die Karren durch Paris schicken und haben Hunderte von Toten, denn die Guillotine immer fleißiger arbeitet. Wer sind dann wir? Können wir ehrlich sagen, wir sind die Gerechten, die Reinen, die Guten und all die wir jetzt umbringen, sind die Bösen. Wir trennen einfach die Menschen. Ist das Gleichheit vor dem Gesetz? Oder ist das nicht ein reiner Wahnsinn, der sich da exekutiert? Welche Leute machen das am Ende? Gehen sie sich selber an die Gurgel. Robespierre wird ermordet von der Revolution. Sie frisst ihre Kinder, was immer wieder zu beobachten war. Und am Ende kehrt die alte Gewalt zurück. Sigmund Freud hat das, glaube ich, psychologisch sehr schön dargestellt. Am Ende der Revolution werden die Söhne den ermordeten Vater wieder nachahmen und seine Gesetze strenger befolgen denn je. Aus dem Blut der Revolution wird Napoleon hervorgehen. Sie haben Musik mitgebracht, Berlioz, La Marseillaise. Also ich denke mir, das ist schon fast eine banale Frage von mir, sicherlich um das, was Sie gerade gesagt haben und was Sie auch mit dem Danton-Text ja verkünden wollten, zu unterstreichen. Das ist der Text halt. Kinder des Vaterlandes, los jetzt! Der Tag des Ruhms, le jour de gloire est arrivé. Das Ganze endet damit, kein unwürdiges, kein unreines Blut soll unsere Furchen benetzen. Da ist die Grausamkeit gerichtet nach außen. Die Revolution verteidigt sich gegen die Bastarde der alten Monarchien in Europa. So will man das, man schwenkt die Fahnen, man ist auf den Barrikaden, man ist der Sieger. Aber wenn man über Leichen weggeht, hat man alles verloren. Das ahnt man, obwohl die Marseillaise bis heute die Nationalhymne Frankreichs ist. Was feiert man auf der Champs-Élysées bei der nächsten Militärparade? La Marseillaise, also das Lied der Revolution, der Freiheit und wenn man so will auch der Veränderung. Und Veränderung, das ist heute unser Thema hier in der Redefreiheit im Nordwestradio mit dem Paderborner Psychoanalytiker und Theologen Eugen Drewermann. Und Sie kennen seit Jahren unsere Sendung und wissen, dass Sie bei uns anrufen können. Und zwar unter dieser Nummer 01805 24 66 24 01805 24 66 24 17 Cent pro Minute kostet das Ganze, aber keine Sorge, Sie brauchen nicht in eine Endlosschleife hinein und dann warten 30 Minuten, bis Sie mit Eugen Drewermann sprechen können. Nein, wir rufen Sie natürlich dann gerne zurück und dann wird's besonders billig. Sie können uns auch mailen, redefreiheit@radiobremen.de, redefreiheit@radiobremen.de. Eugen Drewermann, Sie haben einen dritten Text mitgebracht von Stefan Zweig, Tolstoi. Warum? Vielleicht noch zu Stefan Zweig. Die Entstehung der Marseillaise kann man nachlesen bei Stefan Zweig in Sternstunden der Menschheit. Das ist sehr bewegend, weil es kein größeres Pathos gibt als die Marseillaise, um Fortschrittsglauben als Begeisterung auch in der Selbstreferenzialität darzustellen. Marchons, wir marschieren jetzt. Marchez, ihr müsst marschieren. Und beides im Wechsel. Man peitscht sich hoch. Man sieht die Wirklichkeit überhaupt nicht mehr. Das ist eine Begeisterung, die sich selber überrollt. Wie ein Tornado, der sich in sich selber dreht und die Welt hinwegfegen will. Das alles ist musikalisch großartig und es hat so gewirkt, wie wir es gerade gehört haben. Tolstoi ist weit weg davon. Aber so weit nicht, dass er sich nicht gleichermaßen sehen würde im Zarenreich nach Veränderung. Die Frage aber ist, wie kommt sie zustande? Dass man mit Gewalt irgendwas verändern wollte, kennt man von der Ermordung Cäsars durch Brutus, worauf Saint-Just ja auch zu sprechen kam. Man hat so viel versucht, mit Gewalt umzubrechen, Zäune niederzureißen, Menschen zu versöhnen. Aber geht das alles? Man wollte die Verhältnisse ändern. Frei nach dem Spruch von Bertolt Brecht, der Mensch wäre gut und nicht so roh, doch die Verhältnisse, die sind nicht so. Aber wenn er in die Rohigkeit einstimmt, wenn er die Barbarei gar nicht ändern will, sondern als Instrument, als Schlachtmesser gebraucht, wie will er dann etwas verändern? Tolstoi fragt sich, was im Menschen sich verändern müsste, damit eine wirkliche Veränderung draußen je zustande käme und nicht immer wieder das Maskenspiel von Illusionen, von Pathos, von Illusionen, die man propagandistisch niederredet. Nehmen wir nur in der Gegenwart den Treibsatz der ständigen Veränderung. Keine Bundestagsdebatte, die nicht verändern will. Der Begriff dafür ist Wachstum. Der Wirtschaftsdruck des Kapitals ist das meiste verändernde Potenzial in unserer Welt heute. Er frisst alles. Die Natur, die wir nutzen als reine Ressource zum Verbrauch. Die Arbeitskraft der Menschen, die wir zur Kapitalvermehrung, zur Rendite ummünzen.
wie wenn die Menschen ein Siegel bekämen, wie viel sie dem Kapital im Unternehmertum wert sind. Da verändert sich ständig was. Vorangetrieben wird das durch die permanente Revolution der Technik. Es ist ungeheuer, was in den letzten 150 Jahren alles passiert ist. Die Welt wurde verändert, einfach technisch. Und nun stellen wir fest, dass wir als Menschen unglaublich dahinter zurückgeblieben sind. Wir haben Atome zu spalten gelernt und haben die Bombe daraus entwickelt. Wir haben den Himmel erobert mit Raketen und mit Flugzeugen und wir haben daraus gelernt, neu wieder Waffen zur Massenvernichtung zu machen. Wir leben geistig in der Steinzeit, aber an uns vorbeigehen die Produkte unserer naturwissenschaftlichen Erkenntnis, die die Welt gewaltig verändert haben. Manchmal sogar auch in der menschlichen Wirklichkeit. Wir brauchen nicht mehr Tiere zu quälen als Arbeitskraft. Wir haben Maschinen dafür. Wir brauchen nicht wie die antike Stadtkultur Hunderttausende von kriegsgefangenen Sklaven, die als Lastträger, als sprechende Tiere in Dienst genommen werden. Nur zeigt sich jetzt, dass die Menschen am Arbeitsplatz wieder die Sklaven der Maschinen werden. Es dreht sich im Kreise und der Fragepunkt Tolstois ist, was müsste sich wirklich ändern, damit eine wirkliche Veränderung zustande käme. Und in den Text von Stefan Zweig, Tolstoi, hören wir jetzt mal rein. Ein zufälliger Aufenthalt in Moskau 1881 bringt ihn, Tolstoi, zum ersten Mal der sozialen Frage näher. In seinem Buch »Was sollen wir tun?« schildert er in erschütternder Form diese erste Begegnung mit dem Massenelend der Großstadt. Selbstverständlich hatte er mit seinem hellen Auge auf seinen Reisen und Wanderungen tausendmal schon Armut vorher gesehen. Aber es war nur die Einzelarmut gewesen der Dörfer und des Landes, nicht die konzentrierte, die proletarisierte Armut der Industriestädte, die Armut als Zeitprodukt, als gleichsam maschinelles Produkt einer Maschinenkultur. Gemäß seiner Bibeleinstellung sucht Tolstoi zunächst durch Gaben und Spenden, durch Organisation der Wohltätigkeit dem Elend abzuhelfen, aber er erkennt bald die Vergeblichkeit jeder Einzelaktion und dass Geld allein hier nicht helfen könne, die tragischen Existenzen dieser Leute zu verändern. Eine wirkliche Änderung kann nur durch eine totale Umstellung des ganzen gegenwärtigen gesellschaftlichen Systems erreicht werden. So schreibt er die feurigen Warnungsworte an die Wand der Zeit. Zwischen uns, den Reichen und den Armen, steht eine Wand von falscher Erziehung. Und bevor wir den Armen helfen können, müssen wir erst diese Wand niederreißen. Zwanghaft kam ich zum Schlusse, dass unser Reichtum die wahre Ursache des Elends der Armen ist. Etwas ist falsch in der gegenwärtigen Gesellschaftsordnung, das ist ihm in innerster Seele schmerzlich klar geworden, und von dieser Stunde an hat Tolstoi ein einziges Ziel, die Menschen zu belehren, zu warnen, zu erziehen, dass sie das ungeheure Unrecht, das durch die Schichtung der Menschen in derart abgesonderte Klassen geschieht, aus eigenem Willen wieder gutzumachen sich bemühen. Tolstoi zielt nicht auf eine gewaltsame, sondern auf eine sittliche Revolution, welche ehebaldigst diese Nivellierung vollziehen und damit der Menschheit die andere, die blutige Rebellion ersparen soll. Eine Revolution vom Gewissen her, eine Revolution durch einen freiwilligen Verzicht der Reichen auf ihren Reichtum, der Unbeschäftigten auf ihre Untätigkeit und die baldige Neuschaffung einer Arbeitsteilung in dem natürlichen, gottgewollten Sinne, dass keiner einen übermäßigen Anteil an der Arbeit des anderen haben dürfe und alle nur gleiche Bedürfnisse. Luxus ist von nun ab für ihn nur eine Giftblüte im Sumpfe des Reichtums und muss um der Gleichheit zwischen den Menschen willen ausgerottet werden. Aus dieser Erkenntnis eröffnet Tolstoi hundertmal erbitterter als Karl Marx und Proudhon seinen Kampf gegen das Eigentum. Besitz ist heutzutage die Wurzel alles Bösen. Er ist die Ursache des Leidens derjenigen, die besitzen, und derjenigen, die nicht besitzen. Und die Gefahr des Zusammenstoßes ist unvermeidlich zwischen denen, die Überfluss haben, und denen, die in Armut leben. Alles Böse beginnt mit dem Besitz, und solange der Staat das Prinzip des Besitzes noch anerkennt, handelt er im Sinne Tolstois ebenso unchristlich wie unsozial und macht sich, da Besitz für Tolstoi Schuld gegen andere darstellt, zum Mitschuldigen und Hauptschuldigen. Staaten und Regierungen intrigieren und gehen in den Krieg, um Eigentum, bald um die Ufer des Rheins, die Länder in Afrika, bald um China und den Balkan.
Die Bankleute, die Händler, die Fabrikanten und Landbesitzer arbeiten, planen und quälen sich und die anderen nur um Besitz. Die Beamten kämpfen, betrügen, unterdrücken und leiden nur zugunsten des Besitzes. Unsere Gerichte, unsere Polizei verteidigen den Besitz. Unsere Strafkolonien und Gefängnisse, all die Gräuel unserer sogenannten Unterdrückung des Verbrechens existieren nur zum Schutze des Eigentums. Es gibt also im Sinne Tolstois nur einen einzigen mächtigen Hehler, der alle Ungerechtigkeit der gegenwärtigen Gesellschaftsordnung schützt, und dieser Verbrecher ist der Staat. Nur um das Eigentum zu schützen, ist er nach seiner Meinung erfunden worden. Nur zu diesem Zwecke hat er sein vielgliedriges System der Gewalt aufgerichtet, mit Gesetzen, Staatsanwälten, Gefängnissen, Richtern, Polizisten, Armeen. Aber als das fürchterlichste und gottloseste Vergehen des Staates betrachtet Tolstoi das erst in unserem Jahrhundert erfundene, die allgemeine Wehrpflicht. Nichts bedeutet ihm eine solche Herausforderung des christlichen Menschen, die Satzung Christi, die Gebote des Evangeliums zu verraten, als dass er sich dem staatlichen Befehl fügt, ein Mordwerkzeug sich in die Hand zwingen lässt, um einen völlig unbekannten Menschen zu töten, um irgendeiner zufälligen Parole willen. Vaterland, Freiheit, Staat. Einer Parole, die, wie Tolstoi immer wieder eifert, nichts anderes verbirgt als den Willen, ein Eigentum zu schützen, das ihm nicht selber gehört, und die Idee des Eigentums zu der eines höheren und sittlichen Rechts gewaltsam zu erheben. Hunderte und hunderte Seiten hat Tolstoi geschrieben, um den Widerspruch darzulegen, der darin liegt, dass bei dem heutigen Zustand einer sogenannten Kultur, in der er nur einen Deckmantel der inneren Entsittlichung erblickt, Menschen gezwungen werden können, auf staatlichen Befehl sich gegenseitig abzuschlachten, gegen Gottes Gebot und gegen das innere sittliche Gebot, weil damit ein Mensch gegen seinen Willen in eine Stellung gebracht wird, die seinem Bewusstsein widerstrebt. So kommt Tolstoi zu dem Schluss, dass es Pflicht ist, jedes sittlich denkenden Menschen dem Staate Widerstand zu leisten, wenn er von ihm Unchristliches, also Militärpflicht, fordert, und zwar Widerstand nicht durch Gewalt, sondern durch Non-Résistance, und außerdem, dass er sich freiwillig lossagen soll von jeder Tätigkeit, die auf Ausnützung und Ausbeutung fremder Arbeit beruht. Der ehrliche Mensch hat nicht patriotisch, sondern human zu denken und zu handeln. Unablässig von Neuem weist Tolstoi auf das heiligste Recht des Individuums hin, Dinge, ob zwar sie gesetzlich erlaubt oder sogar anbefohlen sind, kraft seiner inneren Überzeugung abzulehnen, zum Refraktär zu werden gegen alle Satzungen des Staates, die er nicht als sittlich anerkennt. Darum rät er dem christlichen Menschen, möglichst sich allen Einrichtungen und Institutionen zu entziehen, keinen Gerichtsdienst zu leisten, keine Ämter anzunehmen, um seine Seele rein zu erhalten. Wenn Tausende und immer mehr, jeder von seiner eigenen Person und Überzeugung aus, sich nicht unterwerfen und sich lieber nach Sibirien verschicken, mit Knuten schlagen und in Gefängnisse werfen lassen, so erreichen sie nach Tolstois Meinung durch ihre heroische Passivität mehr als die Revolutionäre durch solidarische Gewalt. Aus diesem Grunde wird die religiöse Revolution durch genaue Befolgung der Non-Résistance auf die Dauer für den Staat gefährlicher und zersetzender als Aufstände und Geheimbündeleien. Um die Weltordnung zu ändern, müssen die Menschen selbst geändert werden. Was also Tolstoi erträumt, ist die Revolution von innen. Die Revolution nicht der Waffen, sondern des unerschütterlichen und zu jedem Leiden bereiten Gewissens. Eine Revolution der Seelen und nicht der Fäuste. Eine Revolution von innen, ist das jetzt irgendwie besonders fortschrittlich, besonders idealistisch oder, Professor Debermann, besonders naiv? Ich kenne keinen Autor, außer Mahatma Gandhi vielleicht, der die Bergpredigt so sehr konkret verstanden hat wie Leo Tolstoi. Er hat den Gedanken der französischen Aufklärung, der französischen Revolution zu Ende gedacht. Wenn man Freiheit will, was ist denn dann das Subjekt der Freiheit? Das sogenannte Volk doch nicht. Das kann man befreien, aber die Menschen in dem Volk sind nach wie vor unfrei. Wie hat man sie erzogen, ist die erste Frage Tolstois. Freud würde sagen, man hat ihnen die Gewalt in die Seele gepumpt, da waren sie 2 oder 5 Jahre alt. Man macht sie abhängig von ihrem Vater, von Patriarchalismus, von den Herrschenden. Man verlangt von ihnen einen Gehorsam auf den Kasernenhöfen, unter Eid sogar.
Man kujoniert sie zu jeder Schande und erklärt das für ihre Pflicht. Wie befreit man den Menschen, und zwar als Individuum? Hat man das vor sich, müsste man über Tolstoi freilich an diesem Punkt noch einen Schritt hinausgehen. Der Mensch müsste frei sein, auch der Angst vor fremder Gewalt gegenüber, vor dem Leid, das man ihm zufügen könnte. All die Probleme, die wir noch beim Prediger hatten, wie viel Mühsal kostet denn die Veränderung, wäre plötzlich egal. Wenn man sich selber bewahrt, wenn das die Identität ist, die man findet, verändert sich draußen etwas Wirkliches. Nur man müsste sich durchtragen. Man müsste die Identität der Ewigkeit, die wir da postuliert haben, die Berufung, die ein Mensch wesentlich in sich trägt, wirklich der Umwelt gegenüber geltend machen. Das ist das Ganze, was Tolstoi eigentlich vor sich sieht. Ein Menschen, der angstfrei um der Wahrheit wegen so lebt, wie er es für richtig findet. Man kann sofort sagen, das ist die blanke Anarchie, aber gehen wir mal der Reihe nach durch, was er vor Augen hat. Am allerschlimmsten ist die allgemeine Wehrpflicht, sagte er. Genau sie wurde eingeführt mit der Französischen Revolution. Die Citoyens sollten sich bewaffnen. Der Patriotismus sollte ihre Tugend sein. Sie sollten sofort die Straße aufreißen, wenn das Volk beleidigt wird. Und sie waren nichts weiter als die Sklaven der Massenpsychologie. Entbunden von jeder persönlichen Verantwortung. Das alles will Tolstoi zurückbringen, in den Menschen hinein. Niemand hat von Hause aus den Wunsch, einen anderen zu ermorden, schon einen nicht, den er überhaupt nicht kennt. Pascal hat 3 Jahrhunderte vorher gesagt, sonderbare Moral. Drüben auf der anderen Flussseite stehst du und du bist mein Feind und darum bringe ich dich um. Du stehst diesseits dieser Flussseite und du bist mein Freund und ich verteidige dich. Merkwürdige Moral, die ihre Grenzen just an einem Flusslauf hat. Das sind nicht menschliche Gefühle. Das wird an der Landkarte von den Mächtigen in der Aufteilung ihrer Distributionssphären verordnet. Und dann kujonieren sie die Menschen wie Ameisenhaufen, übereinander herzugehen. Jeder weiß, dass Mord nicht dadurch besser wird, dass es alle tun, dass es befohlen wird, dass man große Ziele vorgeschrieben bekommt, dass man es trainiert, dass man jedes Denken sich abgewöhnt. Dazu muss man Nein sagen oder es wird nie eine freie Menschheit geben. Ich glaube, da hat Tolstoi absolut recht. Warum wollen die Bürgerlichen immer noch die Wehrpflicht, damit alle 20-Jährigen genau das lernen? Der Staat ist wichtiger als die Moral, die Befehle sind wichtiger als das Gewissen, die Untertanenmentalität muss perpetuiert werden. Deshalb wollte man die Wehrpflicht und deshalb hängt man so an ihr. Die Sache wird im Übrigen nicht besser, wenn wir jetzt eine Berufsarmee von Profikillern uns leisten, die an den Rändern unserer Gesellschaft scheinbar uns verteidigen. Die armen Opfer werden nur umso grausamer hergenommen. Wir müssten nicht die Effizienz des Militärstärken, wir müssten seine Absetzung, seine Beseitigung fordern. Ein Ende überhaupt des Militärs. Genau das könnten wir haben und es wäre der erste kulturelle Sprung in der Geschichte der Menschheit. Bravo, Tolstoi, könnte man nur sagen. Diese Änderung ist keine Illusion, wir müssten sie nur wirklich glauben. Und da stehen unsere Massenmedien gegen, da steht vor allem der Staat gegen. Das ist der nächste Angriffspunkt. Was ist der Staat? Er könnte direkt Tolstoi sich berufen auf Augustinus, seinen Kirchenvater um 400. Die Staaten sind große Räuberbanden, deren Verbrechen ein Ausmaß erreichen, dass sie gar nicht mehr bestraft werden können. Das ist die Meinung auch Cyprians um 200 nach Christus. Öffnet die Häuser und schaut unter den Dächern in die Wirklichkeit. Die Welt ist voller Morden. Und man nennt es eine Tugend, weil es befohlen wurde. So alt sind diese Probleme. Und dass das Christentum sich bis heute arrangiert, seit Konstantin mitmarschiert, marchand, ist zu seiner Schande zu sagen. Was ist der Staat anders, als dass irgendwelche Clanchefs immer größere Horden von Untertanen unter sich zu vereinen vermochten und mit ihrer Hilfe sich durchsetzten gegen die Rivalen? Irgendwann wurde aus der Gewalt ein etabliertes Gleichgewicht und irgendwann hat man sogar ein Recht daraus gemacht. Aber es ist ein etabliertes Unrecht. Wann fängt man an, von unten her zu denken, von den Bedürfnissen der Menschen? Was will die Rechtsprechung an? Das hat Tolstoi bis heute nicht recht. Man gibt der Verteilung des Eigentums, man gibt den Machtkonstellationen allemal recht. Dann kommen solche Worte hinein, deren Ausmaß Tolstoi in diesem Umfang gar nicht ahnen konnte. Er spricht von der Faulheit der Reichen. Und er begreift sie als systemgebunden. Es ist nicht die private Gier, es sind die Zustände, die Mechanismen. Die Austauschrelationen. Wir haben heute zum Beispiel die Form des leistungslosen Kapitals.
Es genügt, dass Sie ein paar hunderttausend Euro irgendwo gelagert haben. Sie können von den Zinsen sehr bequem leben. Wie das aussieht, kriegen wir gerade mit. Bis zum Jahr 2015 werden wir 50 Milliarden Euro zahlen, leistungslos nur an Zinsen für die Altschulden der Bundesrepublik Deutschland. Das ist mehr als alle Bildungsausgaben. Wir sprechen über Veränderung heute hier in der Redefreiheit mit Eugen Drewermann. Sie können bei uns anrufen, manche haben schon angerufen, werden zurückgerufen, oder uns mailen, die Telefonnummer noch einmal 01805 24 66 24 01805 24 66 24 und unsere E-Mail-Adresse redefreiheit@radiobremen.de. Gleich werden wir beginnen, mit Ihnen zu reden oder über die Mails zu kommunizieren, aber zunächst gibt es noch eine Musik, Eugen Drewermann, die Sie mitgebracht haben von Franz Liszt. Was haben Sie da mitgebracht und warum? Darf ich noch hinzufügen, das sind zwei Punkte, die wir noch kurz streifen müssen. Das eine ist die Verstellung, Tolstois Eigentum ist Diebstahl, so hat Proudhon ja schon gesagt. Wenn wir heute in den Händen von 10% unserer Gesellschaft 60% des ganzen Volksvermögens in der Bundesrepublik vereinigt finden, kommen dann die Herrenbesitzenden nicht von alleine darauf, dass sie Diebe und Räuber sind? Und wenn wir es übertragen auf die Verhältnisse den Ländern der dritten Welt gegenüber, denen wir gerade erklären, sie müssen Eigenverantwortung tragen, dieselben faulen Sprüche, die wir bei über 5 Millionen Hartz-IV-Empfänger aus dem Bundestag präsentiert bekommen, gerade morgen, merkt man nicht, auf wessen Seite da der Staat steht und dass es alles ungeheuerlich ist. Zum Letzten, ich habe jahrelang geglaubt, man kann des Kriegsherr werden, indem man die Psychologie der Aggression erforscht. Das hat die Psychoanalyse um und um getan, indem man die Gesetzmäßigkeiten der Sozialpsychologie erforscht. Was macht das Individuum in Gruppe? Heute scheint es mir völlig klar, wie recht Tolstoi hat, Kriege werden geführt um Geld und um nichts anderes. Und die Zwänge, die dahinter stehen, sind tatsächlich systemorientiert. Es ist nicht einfach Donald Rumsfeld oder George W. Bush. Es ist zum Beispiel die Erdölindustrie, die Waffenindustrie, die Banken. Es sind ganze Systeme, die im Geld sich verbinden miteinander und die Gewalttätigkeit in sich tragen. Kapitalismus ist organisierte Gewalt. Das alles muss sich ändern. Und es kann nur von unten kommen, indem wir wagen, anders zu sein. Indem wir refraktäre werden. Wir lassen es mit uns nicht mehr machen. Zu Liszt habe ich mir gedacht, vor allem in dem Interpreten, dass es eine Lyrik enthält auf der Ebene der Musik, die jeden anspricht und eigentlich ermutigt, seiner Seele die Stimmung zu verleihen, die er jetzt hört. Sie hören die Redefreiheit im Nordwestradio mit Professor Eugen Drewermann. Heute haben wir uns schon eine Stunde unterhalten über das Thema Veränderung. Wir haben Texte zu Rate gezogen, wir haben Musik zu Rate gezogen. Und jetzt werden die Hörer zu Ihnen kommen mit Ihren Fragen, mit Ihren Anliegen. Ich beginne mal mit einer E-Mail, Professor Drewermann. Da schreibt uns ein Hörer aus Hannover-Schmünden. Und ich glaube, er verbindet da verschiedene Themenaspekte, die wir hier auch schon einmal besprochen haben, nämlich Tod, Trauer, Verlust, miteinander mit dem Thema Veränderung. Und er schreibt, manchmal treten radikale Veränderungen ungewollt ein, wie zum Beispiel bei Verlust eines nahen Angehörigen durch Tod. Ich verlor in diesem Sommer, wenige Tage vor meiner Diplomprüfung, die ich trotzdem bestand, meinen nächsten Angehörigen. Es handelt sich um meinen Taufpaten, der eine sehr wichtige Bedeutung in meinem Leben hatte. Er war, kurz gesagt, mein Ansprechpartner und treuer Begleiter. Ich musste feststellen, dass durch einen Verlust zwangsläufig das gesamte Leben einer Veränderung ausgesetzt ist. Man muss lernen, mit dieser Veränderung, nämlich der Abwesenheit eines nahen Menschen, zurechtzukommen und sie anzunehmen. Gleichzeitig wird von der Gesellschaft verlangt, dass man möglichst zügig die Trauerarbeit abschließt und wieder normal, in Anführungsstrichen, funktioniert. Die Gesellschaft verlangt somit vom Trauernden eine Veränderung, während der Trauernde selbst noch mit der Veränderung, die mit dem Verlust einherging, beschäftigt ist. Wie kann es einem gelingen, in dieser Spannung zwischen eigenen inneren Veränderungen durch den Verlust und den Veränderungen, die von außen an einen herangetragen werden, eine gute Trauerarbeit zu leisten? Beziehungsweise wie kann man in diesem Spannungsfeld Gottes Willen von Veränderung erkennen? Die Frage gebe ich an Sie weiter, Professor Drewermann. Die Gesellschaft verlangt Funktionsfähigkeit und duldet nicht, dass man sich zurückzieht, um ein viel wichtigeres Problem zu lösen. Das Problem ist sehr alt. Ich kenne eine Schrift des Philosophen Seneca, erstes Jahrhundert nach Christus am Hofe Neros. Er hat eine Frau vor sich, die ihr Kind verloren hat und trauert jetzt 4 Jahre lang, schon Marcia mit Namen.
und er will das nicht dulden, es ist zu lang. Eine Frau, eine Römerin, eine Adlige, eine Frau, die immer tüchtig war, charaktervoll war, die sogar ihren Mann verloren hat und darüber hinwegkam, die darf doch jetzt nicht derartig alles aufgeben. Trostbrief an Marcia ist das, was die Gesellschaft verlangt seit 2000 Jahren. Sie duldet nicht, dass Menschen sich zurückziehen in einen Privatraum, eine Asylstätte, um sich selber zu regenerieren. Seneca hatte nicht den geringsten Erfolg, dessen bin ich mir sicher, obwohl wir keine historischen Kunden davon haben. In der Art kann man nicht mit Menschen reden. Und ihn selber jetzt hätte man bitter Unrecht, wenn man Seneca oder jemanden unter den Repräsentanten heute so auf sie losließe. Im Gegenteil, ich finde, sie haben erreicht, dass sie, wie sie ja mit einem gewissen Unterton von Stolz sogar sagen, funktionsfähig geblieben sind bis zur Prüfung hin. In gewissem Sinn höre ich daraus, dass sie tatsächlich auch in einem Alter sind, in dem die Frage herantritt, wie definieren sie sich sozial, wie teilen sie sich den anderen mit, der Gesellschaft, der sogenannten. Die Frage war reif. Und ihr Taufpate war offensichtlich jemand, dem sie vertrauen konnten, mit dem sie zu reden vermochten, der ihnen näher stand, womöglich als der eigene Vater oder der ältere Bruder. Er hat sie bei der Hand genommen, offenbar, und eingeführt in das, was gut ist, was man glauben sollte, was Vertrauen schaffen konnte. Würde ihr Taufpate heute noch leben, dann würde er wahrscheinlich sagen, das alles habe ich gezeigt, damit du es in dir selber wachsen lässt. Und das ist längst schon angelegt. Vieles war vielleicht damals ein fremdes Wort von außen und dafür hast du mich geliebt, dass du es hören konntest, aber ich habe es hineingesät in deine Seele. Da wächst es seit langem schon. Du musst nicht mehr nach draußen schauen. Gewissermaßen auf den Wind horchen, der in den Blättern raschelt. Du musst den Baum selber horchen, wie er wächst. Und das bist du. Die ganze Kraft, die ich in dich hineingelegt habe, kann jetzt ohne Stützpfeiler außen selber wachsen. So etwas kann man nicht befehlen. Das ist nur möglich, indem sie selber spüren. Wie die Stelle, die Lücke, die ihr Taufpate jetzt durch sein Dahinscheiden gelassen hat, sich zu schließen vermag. In ihnen selber und dass vielleicht sogar dann etwas zusammenwächst, das noch an innerer Identität, an Geschlossenheit, auch an Entschlossenheit gewinnen kann. Die Frage ist aber nicht, wie funktioniere ich besser? Was wollen die von mir und wie muss ich wieder Männchen machen und gerade stehen? Die Frage ist, wer bin ich selber? Was hat mein Taufpate gewollt? Und nicht mal das ist jetzt wichtig, was er gewollt hat, sondern was sie überzeugt hat. Was sie an Lebendigem von ihm in sich tragen. In Dankbarkeit zu ihrem Taufpaten. Das zu begießen, wachsen zu lassen, ihm Kraft zu verleihen, ist, glaube ich, die Aufgabe jetzt. Meistens ist Trauerarbeit damit identisch, dass man das Verlorene, den Geliebten in sich neu aufnimmt und lässt sein Bild viel heller strahlen, als es jemals draußen war. Wenn diese Wende von außen nach innen gelingt, ich kann nicht sagen, hätten sie es geschafft, aber hätten sie etwas Wesentliches für sich selbst gefunden. Und dann wird alles andere sich ordnen, da bin ich ziemlich sicher. Ein optimistisches Ende Ihrer Ausführungen und ich hoffe, dass unser Hörer aus Hannover-Schmünden sich darüber freuen kann und sich dabei was wirklich abgeholt hat. Wir haben unseren ersten Anrufer aus Bremen. Ich begrüße am Telefon Herrn Stopp. Schönen guten Tag, Herr Stopp. Ja, guten Abend. Ich aus Bremen, aus Chemnitz. Aus Chemnitz? Ja. Ah ja, jetzt sehe ich es an der Vorwahl. Da habe ich mich vertan. Eben war noch eine Bremer Nummer, das war wohl ein anderer Hörer. Entschuldigen Sie, also aus Chemnitz kommen Sie, Herr Stopp. Und welche Frage oder welches Anliegen bewegt Sie? Ja, ich habe hier Tondokumente und Manuskripte von einem Schriftsteller aus Spanien, der sich Zeit seines Lebens auch in seiner Familiengeschichte mit dem Wirken der katholischen Kirche bzw. mit Veränderungen, die damit im Zusammenhang stehen, beschäftigt hat. Und ich habe mir aufgrund dieser Unterlagen mal versucht, zur Literatur zu beschaffen, habe aber hier im hiesigen Buchmarkt nichts gefunden. Der Schriftsteller nennt sich Enrico de Zayas. Und ich würde mir wünschen, wenn der Herr Drewermann ein paar Worte dazu verlieren könnte. Können Sie das, Herr Drewermann? Das kann ich leider nicht. Ich kenne den Autor nicht. Es tut mir sehr leid. Ich verspreche Ihnen, der Sache nachzugehen. Aber er ist mir unbekannt, offenbar, weil er im Deutschen nicht vorliegt. Spanisch kann ich nicht im Original genügend lesen.
Aber ich verstehe, was Sie meinen von den Sünden der Kirche in Spanien. Es ist der Ort, in dem die Inquisition am mächtigsten war. Denken wir zurück um 1500. Die Reconquista beginnt, man vertreibt die Mauren aus dem Süden Spaniens und man fügt die Inquisition hinzu. Juden werden zum ersten Mal von Christen in großem Umfang verfolgt. Das wurden sie mehr oder minder Jahrhunderte schon vorher, aber jetzt mit System. Die Maranen, die Schweine werden, selbst wenn sie zum Christentum konvertiert waren, ausgetrieben. Man will sie nicht mehr integrieren. Das ist ein Volk, muss man denken, das in Toledo, das in Südspanien, in Andalusien, mit den Mauren zusammen griechische Philosophie ins Lateinische übersetzt. Es sind die Mauren, die den Juden den Talmud schenken. Sie retten ihn. In Worms, in Deutschland, 300 Jahre vorher, wäre er beinahe vernichtet worden. Mauren, Muslime retten den Juden das kostbarste Buch ihrer Religion, den Talmud. Das alles war möglich in Spanien. Und darüber hinweg ging die katholische Kirche. Sie hat gleich den nächsten Gegner erkannt in der Reformation. Goethes Faust wird sagen, das ist in spanischen Stiefeln geschnürt. Die Dogmen dieser Kirche. Die Verwüstung ist enorm und wenn von all dem nicht die Rede sein sollte, weil es vielleicht zu lange her ist, muss man nur erinnern, wie im Spanischen Bürgerkrieg gewütet wurde. Da war eine Regierung vom Volk gewählt und sie wurde vom Caudillo, von Franco, niederkatätscht mit Unterstützung der faschistischen Regime vor allem Hitler-Deutschlands. Das alles passierte im Namen der Kirche, die sich bedroht fühlte von den Sotzen, von den Sozialisten, die wieder antiklerikal waren durch die Jahrhunderte der Niederzwingung, der dauernden Option zugunsten der Reichen, da war vieles wieder gut zu machen. Und Spanien ist bis heute zerrissen, weil dieses Problem mehr oder minder geleugnet wird. Das geht aber bis in die Details. Zapatero heute, Regierungspräsident, stammt aus dem linken Lager. Und bei jeder Reform, die er beschließt, hat er wieder die Kirche gegen sich. Zum Beispiel Liberalisierung der Abtreibungsgesetze nach dem, was in Europa üblich ist. Es gibt tragische Fälle, die man nicht mit dem Strafrecht lösen kann. Das hat sich rumgesprochen. Wenn er das versucht, er hat es versucht, werden Hunderttausende von den Bischöfen in Spanien mobilisiert und auf die Straßen getrieben. Homosexuelle sind keine Verrückten, keine Kranken, keine Perversen, sie sind Menschen. Also muss es legalisiert werden, wenn Homosexuelle in Liebesgemeinschaften leben. Hunderttausende auf den Straßen, der Widerstand der katholischen Kirche. Papst Benedikt XVI. Kommt nach Madrid und erklärt genau dies und in den Wallfahrtsorten dann entsprechend in Fatima. Dann muss Zapatero sagen, die Gesetze in Spanien werden in Madrid gemacht und nicht in Rom. Diese Gegensätze sind bis heute nicht aufgelöst. Es ist ein permanenter Machtkampf. Ich hatte damals in Madrid einen wunderbaren Herausgeber, der sich erinnerte an diese Zeit und meine Bücher als Befreiung für Spanien wertete. Inquirito heißt der Verlag, nachgefragt. Und irgendwann kamen wir auf die Geschichten und ich zitierte wie beiläufig No Pasaran. Und ihm glühten die Augen. Ich kenne diese Frau, sagte er. Das war der Kampfruf damals, der Falange gegenüber den Faschisten. Sie werden nicht durchkommen. Das war eine Frau, die da sprach vor Zehntausenden von Arbeitern. Und mit Mal erlebte ich, wie in dem Herzen eines Spaniers die alte Glut der Leidenschaft für die Freiheit, der Kampf gegen eine faschistoide Obrigkeit wieder erwacht. Und mit Mal war die Seele eines Bucheditors da. Ich denke, der Mann, an den Sie erinnern, wäre bei diesem Mann gut aufgehoben gewesen. Mehr kann ich aber jetzt nicht sagen. Ich werde bis in die Niederlausitz hinein die Sache weiterverfolgen und ich danke für Ihren Anruf. Ja, danke auch. Herr Schöpp, wir bedanken uns auch bei Ihnen und ich glaube, so ein bisschen hat es doch geholfen, auch wenn der Autor hier bei uns im Kreise nicht bekannt war, oder? Ja, können Sie mich nochmal an die Redaktion zurückgeben? Ja, ich bedanke mich und noch einen schönen Abend. Sie hören die Redefreiheit im Nordwestradio und Professor Drebermann, ich habe noch eine E-Mail, die kommt von Friedrich Wilhelm Witte aus Dortmund. Also wir werden mit dieser Sendung auch weit über unser Sendegebiet hinaus gehört, also über Internet, Chemnitz eben, jetzt Dortmund. Die Natur, schreibt er, und damit die Menschen hat sich seit Jahrmillionen entwickelt,
Man nennt es Evolution. Irgendwann hat der Urmensch sich Gedanken gemacht, woher er kommt, wohin er geht mit seinem Tod. Man kann diesen Zeitpunkt wohl als Geburtsstunde der Religion bezeichnen. Von den Naturreligionen der Frühzeit bis zu den Religionen oder Weltanschauungen heute wurde ein langer Weg zurückgelegt. Von den ersten primitiven Vorstellungen bis zu verfeinerten Erkenntnissen unter vielen Verirrungen mit zum Teil schlimmen Folgen für andere Menschen, aber auch mit Entwicklung zum Besseren. Evolution der Religion mit seinen vielen Verzweigungen. Wenn man heute die Repräsentanten der christlichen Religion und des Islams betrachtet, gewinnt man den Eindruck, dass diese Evolution aufgehalten werden soll mit dem Anspruch, die einzig gültige Wahrheit wurde erkannt, sie ist endgültig, bei ihr muss es bleiben. Meine Frage jetzt, muss die Evolution auch auf diesem Gebiet nicht weitergehen unter Einbezug naturwissenschaftlicher Erkenntnisse, unter kritischer Forschung religiöser Schriften und den allgemeinen Erkenntnissen der Menschheit? Wie wird die Bibel in 100 oder gar 1000 Jahren aussehen? Ja, wie wird sie dann aussehen? Darüber kann man sich Gedanken machen und darüber hätte man längst schon sich Gedanken machen müssen, in den Zentren die Glaubenden Glauben verwalten zu können. Zunächst, ich stimme Ihnen absolut zu. Wir Menschen sind ein Teil der Evolution und wir sind nicht das Achsenzentrum der gesamten Veranstaltung der Schöpfung. Schon das könnte uns ein Stück Bescheidenheit beibringen und die Relativierung unseres artspezifischen Egoismus der ganzen Umwelt, wie wir sie schon nennen, gegenüber. Das Nächste ist, wir sind Egozentriker auch in unserer Kultur geblieben. Religionen, ich stimme Ihnen absolut zu, werden begonnen haben in dem Moment, wo Lebewesen auf diesem Planeten der Tod zum Problem wurde. Das haben wir ja auch bei der Geschichte des Prediers eingangs erwähnt. Wenn man am Ende mit all den Mühen nichts weiter mehr hat als eine Handvoll Staub und die Sicherheit des Vergessens, wofür war das alles? Dann ist der Tod das Ende von allem, was als Illusion kurzzeitig Sinn zu machen schien. Das sieht der Prediger in seiner Weisheit und er zerbricht daran. An anderer Stelle schreibt mal, der Mensch stirbt wie das Tier, beide gehen sie dahin. Wenn das so ist, lohnt sich alles nicht. Weder die Moralität, noch die Weisheit, noch die Disziplin, noch der Glaube an Fortschritt für spätere Generationen. Es wird alles in die gleiche Null verwandelt. Dieses Problem haben Menschen, solange sie über ihr Schicksal nachdenken. Und das ist die Geburtsstunde der Religion, gar keine Frage. Aber wenn wir jetzt schon sagen, dass die Menschheit in diesem entscheidenden Punkt absolut gleich ist, was für eine Illusion dann, wir könnten im Namen Gottes, der antworten soll auf genau dieses Problem, Menschen von Menschen trennen zwischen der richtigen und der falschen Religion, zwischen der wahren Kultur, die wir sind zum Beispiel, und der anderen, die wir entsprechend bekehren oder fördern oder ganz neokolonial umstülpen müssen. Ein Problem liegt darin, dass die menschliche Sprache identisch ist mit der Menschwerdung. Anders als Tiere können wir miteinander kommunizieren, wir können Informationen einander mitteilen, wir können die Vergangenheit aufheben durch eine erweiterte Erinnerung, wir können die Zukunft planen über die Sprache, wir können unseren Gefühlen viel reicher Austausch schenken. Aber das Problem ist, die Sprache ist gebunden auf die Gruppe derer, die sie spricht. Gleich nebenan ist eine andere Gruppe, die anders spricht und sie verständigt sich mit uns nur mühsam. Wie schwer ist das, Arabisch in Deutsch zu übersetzen? Eine antike Sprache wie Griechisch in Deutsch, da weiß ich, wovon ich rede. Es ist unsäglich schwer, dem Homer einen Vers zu entreißen. Eher schon dem Herakles die Keule, hat jemand mal gesagt, der Homer zu übersetzen versuchte vor 100 Jahren. So ist es. Menschen missverstehen sich auch durch das, was sie am tiefsten verbindet, und sehr leicht ergibt sich daraus die Illusion, dass wir einzigartig sind, was hier stimmt. Und deshalb auch außer jedem Wertvergleich mit anderen. Und da beginnt die Lüge. Das andere empfinden wir als Bedrohung, weil es uns verändern könnte. Und damit schützen wir uns, indem wir unsere Identität offensiv gegen alles andere setzen. Damit verweigern wir die Veränderung. Wir verweigern den Fortschritt, der geschichtliche Entwicklung uns auferlegen würde. Eines ist ganz deutlich, und da habe ich jetzt eine sehr optimistische Antwort für Sie. Bis ungefähr um 1500 konnte die Menschheit noch divergent sich entwickeln. Sie konnte in abgelegenen Zonen der Welt getrennt durch Kontinentalbarrieren, durch Gebirge, durch Ozeane, durch Urwälder in einzelnen Populationen neue Rassen bilden. Es konnten völlig neue Sprachen entstehen. Das alles hat aufgehört vor ungefähr 500 Jahren.
mit den Karavellen des Kolumbus. Seitdem wird die Welt zusammengeführt, konvergent entwickelt sie sich und das sogar in immer schnellerem Tempo. Keine Entdeckung, die nicht morgen schon um den Globus gehen könnte. Weil das so ist, weil die Menschheit immer mehr zusammenwächst, wird auch deutlich, dass die Sonderrechte, die Privilegien, die eine Religion gegen die andere setzt, nichts weiter als ein Echo der Vergangenheit darstellt. Wie liest man jetzt die Bibel, um dem zu entsprechen? Da ist die Rede von einem auserwählten Volk, dem Gott das Recht gibt, alle anderen vor sich herzutreiben. Das steht wirklich da. Deuteronomium 7, wer das nachlesen will. Wo ist ein Volk, dem Gott Städte geschenkt hätte, die es gar nicht errichtet hat? Also wer das liest, als politische Grundlage im Nahen Osten, dem kommt das Gruseln an. So darf es nicht gemeint sein, so kann man die Bibel nicht interpretieren. Alles, was da nationalistisch verengt ist, was da monotheistisch, polemisch gegen andere Religionen gültig gemacht wird, muss man auflösen in eine symbolische Sprache. Dann ist die Frage, wie vereinigt man sich selber? Da gibt es vieles, was feindselig ist, aber der Feind ist nicht draußen, er lebt im eigenen Herzen. Wie integriert man ihn? Wie wird man der Mensch, zu dem zu werden man berufen wäre? Wenn man anfangen könnte, die Bibel symbolisch zu lesen, wäre das das Ende des Dogmatismus. Man hätte es zu tun mit Bildern, so reich und so schön, wie die Dichter ihre Romane schreiben. Mit Romanen kann man keinen Krieg führen. Man kann stolz sein auf Goethe, das geht in Ordnung, aber Krieg gegen Dostojewski ist nicht möglich, sonst hat man Goethe nicht verstanden. Die abendländische Kultur gegen die morgenländische, Europa gegen die Muslime, geht nicht mit Goethe zu machen und dem östwestlichen Divan. West- und östliches Gelände liegt im Frieden deiner Hände. Das ist 200 Jahre her, auf Deutsch geschrieben. Nur wann lernen wir es endlich? Wenn man da weiterdenkt, kann natürlich Religion und Humanität austauschbar werden. Dahinter ist ein Vertrauen, das uns lehrt, den Tod zu akzeptieren, indem wir ihm eine Sinndeutung in der Ewigkeit verleihen. Dann hätten wir eine Antwort für die Verzweiflung des Prediers, für die Urfrage der Menschheit und wir kämen zusammen, indem wir die Angst verlieren, die uns aufhetzt und zu Feinden macht, zu Konkurrenten, um die letzten Atemfetzen von ein paar Augenblicke, die wir noch verteidigen, um ein bisschen länger zu leben und den Vorteil zu haben, den anderen in den Tod getrieben zu haben, ist ein weltweites Problem bei 50 Millionen Verhungernden. Ich will nochmal die letzte Frage unseres Hörers aus Dortmund aufgreifen, also von Willem Witte. Wie wird die Bibel in 100 oder gar 1000 Jahren aussehen? Sie haben ihn gerade sehr anschaulich beschrieben. Die Bibel müsste eine andere Sprache finden, also ja, metaphorischer, blumiger, für uns irgendwie bildhafter, verständlicher. Wir müssten nicht die Bibel umschreiben, wir müssten sie anders lesen. Ich gebe dafür ein kleines Beispiel. Anfang der Apostelgeschichte, erstes Kapitel, wird berichtet, wie Jesus zum Himmel auffährt. Das ist ein Bild, das in den Mythen der Völker global vorkommt. Nichts Neues. Aber in der christlichen Dogmatik ist es einzigartig. Nur Jesus ist in den Himmel aufgefahren. Alles andere ist Lüge. Jetzt hat man ein wunderbares mythisches Bild, setzt es historisch als Tatsache, dogmatisiert es und hat damit ein Kampfmittel, eine Keule zum Draufschlagen. Und nichts ist verstanden. Man hat Jesus zum Himmel aufgefahren. Das ist wunderbar, ein Kirchenfeiertag, Prozession, alles Mögliche und nichts ist begriffen. Würde man sagen, Mythen von Himmelfahrten hat es gegeben. Romulus zum Beispiel, Stadtgründer Roms, des riesigen Imperiums, fuhr zum Himmel auf bei einer Militärparade. Wenn wir sagen, Jesus tut das Gleiche, meinen wir dasselbe, um das Gegenteil zu behaupten. Wir schauen auf zum Himmel mit einem völlig anderen Sinngehalt, doch nicht diese. An der Spitze ihrer Legion stehen bei Gott. Genau das Gegenteil ist der Fall. Jesus, der die Wehrlosigkeit predigt, die Güte predigt, das ist erhaben bei Gott. Alles andere ist klein, primitiv, blutrünstig. Das Gegenteil ist richtig. Das erhebt Gott selber zum Himmel als unser Beispiel. Das meinen wir mit Himmelfahrt. Würden wir so lesen, hätten wir eine Einladung zur Versöhnung und ganz sicher keinen Unterschied mehr, den wir dogmatisch festmachen könnten. Und wir hätten die Erneuerung, die Veränderung, die wir durchlaufen müssten, um dialogfähig zu werden. Wie lernt man die Bibel anders lesen? Ich sage es jetzt mal ein bisschen ironisch. Ich habe nicht immer Eugen Drewer, Mann neben mir, der es mir erklären kann. An mir liegt es nicht. Also ich schreibe Bücher über die Bibel, so viel ich irgend kann. Und es ist eine Masse Arbeit. Aber vielleicht ist es nötig, auch zu sagen, wie es methodisch sich vorbereitet hat. Ganz wichtig war für mich die Psychoanalyse.
Die Bibel zu verstehen ist eigentlich nicht schwerer als den Traum der vergangenen Nacht oder die Schilderung eines Menschen, der einem am Herzen liegt, zu verstehen, wenn er davon erzählt, was er mitgemacht hat, gestern, vorgestern. Man hört in die Gefühle hinein. Man nimmt das, was er sagt, als Ausdruck seiner eigenen Person und man fragt sich, was es mit einem selbst zu tun hat. Abraham kann natürlich als Gestalt von vielleicht 3800 Jahren betrachtet sein und man kann darüber diskutieren, ob er überhaupt gelebt hat. Man kann aber auch denken, die Probleme, die von Abraham besprochen werden, spielen bei meinem Nachbarn, bei mir selber. Ja, Donnerwetter, das kenne ich. Und wie erzählt jetzt die Bibel? Das will ich wissen. Ist das die Lösung? Ist es das nicht? Man fängt an, mit lebenden Personen zu reden, die man allzu gut kennt, weil man sie selbst im Herzen trägt. Dann ist die Bibel niemals alt, sondern sie redet, so wie Gott es wirklich tut, in unsere Seele hinein. Und das sind all die Bilder, von denen sie Gebrauch macht. Durch das Rote Meer hatten wir bei St. Just. Ich höre Frauen zu, die gerade sich scheiden lassen von ihrem Mann und sie gehen durchs Rote Meer. Sie wissen überhaupt nicht, wie es weitergehen soll. Sie haben vor sich, dass er keinen Unterhalt mehr zahlt. Sie sind wie in der Wüste. Sie leben von Tag zu Tag, wie wenn es vom Himmel geregnet hätte, gerade noch genug für die nächsten 24 Stunden. Und diesen Mut haben sie auf dem Weg zu ihrer Freiheit. So steht das nicht in der Bibel selber, aber die Bilder reden. Man muss sie nur beziehen auf die Probleme, die Menschen wirklich haben. Ich glaube, Sie haben Herrn Witte aus Dortmund mit diesen Worten helfen können. Schönen Gruß nach Dortmund an unseren Hörer, der dort jetzt offensichtlich an seinem Computer sitzt und im Livestream, so heißt das, glaube ich, heute, unser Programm hören kann. Ich habe noch eine Mail für Sie, Eugen Drebermann. Veränderung habe ich immer als einen äußerst ambivalenten Begriff empfunden. Er umschreibt auf der einen Seite eine Voraussetzung für die gesamte Wirklichkeit. Doch geht dieses Wissen um den kreativen Charakter, der jeder Veränderung innewohnt, mit der Erfahrung der Vergänglichkeit einher? Das Bewusstsein, dass nichts von Dauer ist, auch unsere eigene Existenz von Anfang an Entwicklungen unterworfen bleibt, die biologisch in der größten Veränderung überhaupt, dem Übergang vom Leben in den Tod, gipfelt. Diese Einsicht schlägt sich bei mir in einer zwiespältigen Einstellung zu allen Veränderungen nieder. Zum einen freue ich mich auf neue Entwicklungen, zum anderen sind diese Erfahrungen oft mit Ängsten verbunden, die mich in meiner Freiheit stark einengen können. Und auch religiös findet diese Zerrissenheit ihren Niederschlag, sieht man einmal von der grundsätzlich unbeantwortbaren Frage ab, ob es überhaupt ein Leben nach dem Tod gibt, so hat mich schon seit Kindestagen immer die Frage beschäftigt, wie man sich die Ewigkeit Gottes vorzustellen hätte. Es erschien mir in gewisser Hinsicht beängstigend, in eine umwandelbare Realität einzutauchen, auch wenn sie noch so positiv dargestellt würde. Hat nicht etwas, das ewig ist und sich nie ändert, etwas Totes an sich? Doch auf der anderen Seite wünscht man sich ja gerade Dauer, Kontinuität, Vertrautheit. Punkt, Punkt, Punkt. Und dann noch der Zusatz mit der Bitte um Verständnis für Anonymität. Professor Drebermann. Ich teile Ihre Fragen ganz sehr und die Problemstellung seit Kindertagen völlig identisch mit Ihnen. Wie kann man sich die Ewigkeit vorstellen? Jemand hat mir mal erzählt, auf einem Grab in Nordfriesland hat er dies als Spruch gelesen. O, ewig ist so lang, stand da drauf. Wenn man sich vorstellt, es wäre die Ewigkeit so kompakt gewissermaßen wie ein Kristall, als Annäherung an etwas, das vielleicht in der gleichen Struktur wachsen kann, aber in der Identität der Form immer gleich bleibt, ist die Ewigkeit ein sinnloses Gefüge. Wir müssten das Kunstwerk fertig bekommen, eine Entwicklung zu denken, die sich selbst auf Dauer stellt. Das käme der Ewigkeit, wie das Christentum, wie ich sie jedenfalls mir vorstelle, am allernächsten. Die Schwierigkeit, die Sie erwähnen, ist absolut gegeben. Innerhalb der Evolution gibt es nichts Bleibendes. Das heißt, alle Wesen, an denen die Veränderung geschieht, werden im Verlaufe der Veränderung selber wieder zurückgenommen. Damit das ein Stück mal plastischer oder sinnlicher färber wird, erwähne ich die frühen Pflanzerkulturen. Sie hatten gelernt zu leben von Saatgut, das man in die Erde steckt, Taro oder Yams. Aber man zerstückelte die Früchte, um mehr Möglichkeiten für Regeneration zu haben. Und man begriff, dass man das Einzelne töten müsste, um neues Leben zu schaffen, damit anderes Leben daraus existieren könnte. Und man übertrug das in Riten, die uns furchtbar anmuten.
Menschenopfer, die dargebracht wurden. Menschen waren wie die Früchte, von denen sie lebten. Sie waren identisch mit ihrem eigenen Nahrungsmaterial. Die Sinndeutung sollte jetzt genauso sein. Biblisch heißt das mal im Johannesevangelium, wenn das Samenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, wächst es auf und bringt viel Frucht. Johannes will gerade nicht, dass wir diese vegetative, diese archaische Antwort geben, denn dann wäre unser Leben nichts weiter als Vorübergang im Austausch der Energie im Haushalt der Natur. Es käme, es ginge und dazwischen hat sich etwas verändert und ist dennoch nur Träger immer des Gleichen. Deshalb ist das Entscheidende, wie wir uns vorstellen, dass eine Veränderung zustande kommt, die die Identität wahrt und die sich endlos fortsetzt. Wenn ich träumen darf, kann ich es mir nicht besser denken als die Entwicklung, die ermöglicht wird durch Liebe, die wir Reifung nennen oder Persönlichkeitsentfaltung nennen. Da ist etwas, das sich gleich bleibt, weil es sich verändert. Das ist kein Kristall, ganz im Gegenteil, es kommen wirklich kreative Prozesse zustande, es gibt wirkliche Veränderungen, tatsächlich neue Einsichten, aber die alle entfalten nur das Wesen, das mit sich identisch ist. Aristoteles hätte an dieser Stelle von der Entelechie gesprochen, da ist eine Sinnvorgabe, eine Zielrichtung, die jetzt wie ein Baum seine Zweige fächergleich ausbreitet in den Himmel hinein, so immer reicher wird. Wenn Entwicklung so wäre, wir verstünden immer mehr, wir vertieften die Liebe immer mehr, wir begriffen uns selber und damit die Menschen an unserer Seite immer mehr und wir würden immer mehr an innerer Bestätigung, an Freude über uns selber, an Wissen um die Wahrheit, die wir in uns trügen, lebendig machen, dann könnte ich mir ein gutes Bild des Himmels dafür vorstellen und mir Gott denken als die Kraft, die alles das will durch ihre Güte. Ich stelle mir vor, im Tode begegnen wir der Macht, die wollte, dass wir sind und uns endlich anschaut mit den Augen einer Güte, die keinen Grund mehr schafft, dass wir uns schämen müssten und die Augen vor uns selbst zu schließen hätten oder mit den Nebelgespenstern von verlogenen, fremden Idealen oder Ausreden verstellen müsste. Endlich könnten wir aufwachen zu uns selber. Ich erlebe solche Veränderungen ganz winzig, ganz bescheiden, in dem, was man heute Psychotherapie nennt, aber viel schöner, wenn Menschen beginnen, einander zu lieben, sich zu umarmen und aufeinander zuzuwachsen. Die Psychotherapie kann das ein Stückchen vorfarmen, sie kann die Barrieren wegräumen, die alten Ängste an die Seite der Fahrbahn stellen, damit endlich der Weg frei wird. Aber wenn es so ist, sieht man, wie eine Person sich zu sich selber entwickelt. Das ist eine Veränderung, aber es ist eine Bestätigung. Das wäre die Synthese eigentlich, nach der Sie verlangen. Es ändert sich nicht das Wesen, es wird nur deutlicher. Und die Veränderungsschritte haben die Substanz, nach der wir von Anfang an gerufen haben. Ein Träger, der sich gleich bleibt. Wir sprechen heute darüber, Mann, über Veränderung und wir haben unseren nächsten Anrufer und zwar aus Bremen, also hier direkt vor Ort und das ist Herr Bender. Ich grüße Sie, Herr Bender. Guten Abend, Herr Drewermann. Guten Abend, Herr Kugel. Ich hoffe, dass es mit dieser herrlichen Sendung keine Veränderung gibt. Warum sind wir Deutsche mehrheitsfähig eigentlich so angepasst? Geht es uns immer noch zu gut? Wie können wir in unserem Land positive Veränderungen schaffen, frage ich mich. Ist dazu ein revolutionäres Verhalten notwendig? Muss es ein Deutschland 21 geben? Mehrheitlich keine Nachhaltigkeit, keine Ökologie, Verletzung der Menschenwürde täglich durch die Politik. Ich denke, wir haben nicht mehr viel Zeit für Veränderungen. Ich stimme Ihnen vollkommen zu. Ich muss nur noch hinzufügen, dass wir die Opfer wieder einer Illusion sind. Die Natur verändert sich, Saint-Just sagte, in Jahrhunderten, das ist noch kurz gerechnet, in Jahrtausenden. Aber ihre Veränderungen haben eine ungeheure Macht, wenn sie eintreten. Plötzlich reißt die Erde auf Hunderten von Kilometern Länge in den Anden beispielsweise und ganze Dörfer versinken oder Vulkane speien und hinterlassen ungeheure Katastrophen. Dabei stimmt, wenn Saint-Just sagt, das sind Winzigkeiten im Raume der Natur. Eine Tsunami-Welle, wie sie vor Jahren zum Weihnachtstag über Borneo hereinbrach, Sumatra hereinbrach, war für die Menschen, die da lebten, zu vielen Tausenden Vernichtung.
Für die Natur ist das ein kleiner Augenblick, um Spannungsverhältnisse auszugleichen in der Tiefe und wieder über lange Zeit in die Plattentektonik arbeiten zu lassen. Wenn wir die Natur verändern, wie zum Beispiel im Umgang mit dem Klima, mit der Zerstörung der tropischen Regenwälder, mit dem Abfackeln ungeheurer Mengen von CO2-Ausstoß, denken wir, das kann alles gut gehen, weil wir die Veränderung nicht begreifen in den Ausmaßen. Wir haben vom Wirkungsgeschehen der Natur anfanghaft gerade Kenntnis, wie vernetzt die Dinge sind, ahnen wir nicht einmal wirklich. Dennoch haben wir große Projekte vor. Unsere Wirtschaft wird zum Beispiel auf Jahre hin jetzt für die Atomlaufzeiten freigemacht. Wir sind gerade Zeugen geworden einer Begebenheit, die nennt sich Millennium-Gipfel in New York. Allein der Name ist gespenstisch. Wer von den Leuten, die da hinkommen, glaubt sich, das nächste Jahrtausend vor Augen gebreitet zu sehen? Nicht einmal die nächsten 2 Jahre bis zum Regierungswechsel schauen diese Leute durch, aber sie verkünden der Menschheit eine Weisheit, die zu nichts anderem beiträgt, als dass ohne jede Änderung das herrschende System auf Hochtouren weiterfahren soll. Ein Raketenmotor, der sozusagen keine Bremsen hat, das will man. Insofern stimme ich allen Ihren Sorgen zu und Ihre Frage, lässt sich das ändern oder was muss alles noch passieren, steht dahin. Ich fürchte, dass Stuttgart 21, das Sie ja nun der ganzen Republik wünschen, wieder niedergemacht wird von unseren Medien und dass es am Ende stimmt, wenn unsere Kanzlerin sagt, wir müssen Ruhe bewahren, wir müssen Mut beweisen, wir dürfen Entscheidungen, die getroffen sind, nicht ändern, wir dürfen die Rechtsverhältnisse, nach denen die Entscheidungen getroffen wurden, nicht in Frage stellen. Und wenn wir erstmal fertig sind, werden alle dankbar benutzen, was wir geschaffen haben. Das ist übrigens ein Symbol, wie es weiterkommen soll. Wir müssen nur mal daran denken, dass Frau Kanzlerin gerade dabei ist, unsere Wohnung umzurüsten und die Thermodämmung durchzuführen. Das bedeutet für etwa 40 Millionen Wohnungseinheiten riesige Bauvorhaben, die natürlich gesponsert werden zur Ankurbelung der Wirtschaft. Das bedeutet den Abriss von vielen Tausenden von Häusern. Da ist das Flachlegen der Häuser in den neuen Bundesländern, in der alten DDR, ein Katzenspiel gegen. Das wird mal gerade so geplant bis 2050. Wir, die wir jetzt gerade diskutieren, erleben das wahrscheinlich gar nicht mehr. Aber was sind wir für Leute, den folgenden Generationen Entscheidungen aufzuerlegen, die von denen gar nicht mehr zu korrigieren sind? Wir schieben sie sozusagen noch vor ihrer Geburt in einen Schnellzug, aus dem es keinen drinnen geben soll. Diese ganze Veranstaltung ist unmenschlich und sie wird sich rächen durch die Folgekosten. Die Natur kann sich nicht in dem Sinne ändern, dass sie ihre Grenzen ständig erweitern könnte. Die menschliche Bevölkerung vermehrt sich unglaublich von 6 auf 9 Milliarden gerade. Wie wir die ernähren, wie die Natur damit umgeht, scheint uns gar nicht zu interessieren. Bevölkerungswachstum ist scheinbar kein Problem mehr. Es ist aber ein Problem, wir fressen gerade die Natur auf. Wir haben riesige Verteilungsprobleme zwischen der ersten und der zweiten oder dritten Welt. Wir können heute schon nicht wünschen, dass die dritte Welt an den Lebensstandard sich anschließen könnte, der in Nordamerika und Westeuropa üblich ist. Es breche alles auseinander, wenn das stattfände. Mit anderen Worten, wir leben unter Voraussetzungen, von denen jeder Denkende wissen kann, dass sie katastrophisch sind. Und die Regierenden gehen darüber weg, indem sie nur so weitermachen. Und suggerieren das als Fortschritt, als die wirkliche Veränderung. Richtig ist, das System, das da unter dem Stichwort Kapitalismus, Neoliberalismus, freie Marktwirtschaft propagiert wird, ist ungeheuer dynamisch. Es hat ständig Veränderungen zur Folge, aber im Grunde ist es die Veränderung eines Bulldozers, der mitten durch den Garten fährt. Es wird ungeheuer viel verändert im Sinne einer sich ausdehnenden Zerstörung. Und wer stellt sich dem im Weg? Wir haben erlebt, dass gegen die Einführung der Hartz-IV-Gesetze damals Zehntausende auf die Straße gingen, Montag für Montag. Das ist passiert. Man hat alles getan, dagegen zu protestieren. Heute kräht kein Hahn mehr danach. Wir hatten vor Jahren Leute, die auf die Straße gingen, um Kurden vor der Abschiebung zu bewahren. Das gab es mal wirklich. Die das Schengener Abkommen mit den Folgen der Ausgrenzung von Asylsuchenden und Flüchtlingen aus der Dritten Welt zum Problem erheben mochten. Scheint alles passé. Wir sind gerade dabei, einmal zu erleben, dass idiotische Geldverschwendung von einer Stadt und einem Land, das für alle vernünftigen Aufgaben scheinbar kein Geld mehr hat, eingestellt werden. 3 Milliarden, 8 Milliarden, 12 Milliarden, allein ein verrückter Bahnhof.
Was könnte man davon machen? Will man aber nicht. Wir haben eine Wirtschaft, die natürlich die Großausgaben der Großunternehmer, der großen Banken favorisiert, weil für die meiste Rendite dabei eingefahren wird. Die Neuschaffung eines Kindergartens bringt diesen Geldgebern nicht viel ein. Aber davon leben am Ende die Menschen. Und das müssten wir an jedem Ort, von Stuttgart bis Berlin, irgendwann deutlich machen. Von der Atomkraft will ich gar nicht reden. Sie hat Folgekosten, die bis auf 25.000 Jahre gehen. Frau Merkel war mal Umweltministerin, als die Asse da verseucht wurde. Das hat sie mitgetragen. Kein Mensch fragt sie nach der Verantwortung. Wie gehen wir mit einer Zukunft um, die wir für 25.000 Jahre gefährlich machen? Wie gehen wir mit einer Technik um, bei der der kleinste Störfall nicht mehr kalkulierbar ist? Ja. Also Herr Gysi hat die Tage noch gesagt, wenn ein Flugzeug abstürzt, rechnen wir mit 380 Toten. Das ist bedauerlich und furchtbar, wenn es passiert, aber es ist mindestens kalkulierbar. Was bei einem Reaktorunfall passiert, ist absolut nicht kalkulierbar. Wie viele Hunderttausende davon betroffen sind, in wie vielen Generationen, wissen wir nicht. Wie können wir eine Technik erlauben, deren Kontrollierbarkeit in Frage steht und deren Schadfall an jeder Störung mit unkalkulierbaren Risiken behaftet ist? Wir haben ja nicht mal die Frage des Endlagers geklärt. Wir werden gerade dabei zeugen, wie man wieder in Gorleben herumfuscht, mit dem Auftrag bereits, dass man fündig werden muss. Es geht in Gorleben, es hat zu gehen. Herr Kohl hat das beschlossen und so wird es weitergemacht werden. Aber die Bauern im Wendland werden sich widersetzen. Es werden Zehntausende kommen. Wann werden die Bürger mal den uns Regierenden, den Leuten, die wir mal gewählt haben, den Marsch geigen? Also da wäre ich wirklich dabei, die Marseillaise anzustimmen. Ja. Marchand, Marché. Ja. Herr Wender aus Bremen, ich habe öfters gehört jetzt während der Einlassung von Professor Drewermann Zustimmung durch den Hörer, noch eine Nachfrage. Naja, meine wesentliche Frage ist die, was können wir, was kann der einzelne Bürger, der nicht engagiert ist in einer bestimmten Partei, was kann der tun? Außer, dass er in seinem Kopf vielleicht die Veränderung persönlich durchleben muss. Aber was kann er tun? Es kann doch nicht angehen, dass tagtäglich das, was Herr Drewermann sehr gut gesagt hat, dass wir das schlucken. Wieso sind wir nicht in der Lage, dagegen anzugehen? Alle 4 Jahre haben wir Wahlen, die Bürger sind politikmüdig, es gibt immer weniger Wähler, aber was können wir dagegen tun? Darf ich die Frage weitergeben an den Drewermann? Ja, gerne. Die Resignation ist groß, es erfasst mindestens die Hälfte der Bevölkerung, die inzwischen Wahlverweigerer sind, zwischen 40% und 50%. Ein Aberglaube ist, dass die Parteien, die wir gerade haben, in der Regierung und zum Teil auch in der Opposition wirkliche Veränderungen wollen. Die Grünen beispielsweise haben einen Riesenzulauf im Moment, erreichen schon den Zuspruch, den die SPD momentan bei ihrer jetzigen Stärke hat. Es waren die Grünen, die zusammen in der Schröder-Regierung all das angerichtet haben, was wir heute nicht mehr wollen können. Die Hartz-IV-Gesetze sind durchgelaufen mit den Grünen, der Krieg in Afghanistan begonnen mit den Grünen, die Atomlaufzeiten begonnen mit den Grünen. Ich sehe überhaupt nicht, wie diese Brüder irgendein Vertrauen verdienen. Sie haben den Schlamassel angerichtet, den sie jetzt in der Opposition schönreden müssen, um ihn zu bekämpfen. Jetzt ist Afghanistan so, wie es ist, nicht ganz richtig, aber an sich hat es doch richtig zu sein. Wir haben es ja mitbeschlossen. Also in dem Kuddelmuddel hat es keinen Zweck, Hoffnung zu setzen. Die einzige Partei, die konsequent dagegen war, war die Linkspartei. Ja. Aber ich frage mich, was aus ihr wird, wenn sie an die Macht kommt. Das ist der kritische Punkt. Bekommen wir mal eine Regierung, die für das Volk regiert und nicht für die Banken und die Auftraggeber? Da müssten wir zum Beispiel fordern, das wäre eine harte Geschichte, von den Bürgern Mitbestimmung. Absprachen, bei denen das Volk selber als Gesetzgeber auftritt. Das ist in der Schweiz üblich, in Deutschland immer noch verboten, aus begründeter Angst der Regierenden. Wir müssten an allererster Stelle im Parlament den Lobbyismus knacken. Wir haben Hunderte von Burschen, die da sitzen und abstimmen, wobei sie im Hintergrund längst schon wissen, bei allen Debatten, was sie tun werden, nämlich den Leuten, die ihnen das Geld zugeschoben haben, ihre Stimme zu verleihen, nicht dem Volk und dessen Bedürfnisse, nicht ihrer Nachdenklichkeit, nicht ihrer Gewissensfreiheit in der Urteilsbildung, sondern ihren Auftraggebern. Das ist in den Vereinigten Staaten im Senat noch sehr viel schlimmer der Fall.
Und in Deutschland kriegen wir gerade amerikanische Verhältnisse. Das müssen wir ändern, jede Art von Lobbyismus muss transparent gemacht werden, also unmöglich im Prinzip. Es kann nicht sein, dass da die politischen Landschaften gepflegt werden, etwa von der Waffen- und Rüstungsindustrie. Das darf nicht sein. Es darf nicht sein, dass Großaufträge jetzt für Stuttgart 21 hinter den Kulissen verramscht werden und dann stehen die Bevölkerungsteile davor und wissen nicht, was mit ihnen passiert. Das ist Betrug im Ganzen. Da hat Immanuel Kant recht, wer in der Öffentlichkeit handeln will, wer politisch tätig wird, hat als erstes das Gebot der Öffentlichkeit als Prinzip zu akzeptieren. Handle, dass die Absicht deines Handelns öffentlich bekannt sein könnte. Das wäre der Schlusspunkt des Lobbyismus. Und dann hätten wir eine andere Republik natürlich. Herr Bender, ich bedanke mich für Ihren Anruf und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Dankeschön. Und auf der anderen Leitung, da begrüße ich jetzt Herrn Reiser. Er ruft an aus Leck in Nordfriesland. Schönen guten Abend, Herr Reiser. Ihre Frage oder Ihr Diskussionsbeitrag? Gesegneten Abend, Herr Drewemann. Ich wollte Ihnen danken für Ihr vielfältiges Engagement. Ich habe viel von Ihnen gelernt. Wenn ich erzählen soll, die herausragende Veränderung, die in meinem nun 52-jährigen Leben sich ereignet hat vor 3 Jahren, dann ist es so plötzlich gewesen, dass ich in mir eine Kraft gespürt habe, die sowohl das klare Denken, aber auch das entschlossene Handeln beeinflusst hat. Augenblicklich war ich entschlossen, mit meinem Leben neu zu beginnen. Ich war in die Lage versetzt, all das etwa zu verändern, was bisher dem widersprochen hat, was beispielsweise in der Bibel einem Jesus-Jünger empfohlen wird. Ich war ungefähr 1,5 Jahre vorher durch meine Frau zu einem Alpha-Kurs, Grundglaubenskurs gekommen und in dieser Zeit hat sich sehr viel verändert in meiner bis dahin katholischen Sichtweise. Teilweise gab es schmerzliche Diskussionen mit dem Pastor und den Kursteilnehmern und so ist langsam in mir eine biblische Sichtweise, eine biblische Lehre entstanden. Das Erlebnis aus dieser Kraft, mein Leben augenblicklich anders leben zu können als vorher, zum Beispiel nicht mehr sündigen zu müssen, wie es die Bibel beschreibt. Vor 3 Jahren an einem Freitagabend war der Ausgangspunkt Jesus Christus als mein Erlöser, als mein Herrn, real, lebendig, bleibend fassen zu können. Er wurde damals konkret, ich war dann kein Agnostiker mehr. Und ich habe damals gespürt, die mir angebotene Kraft zum Neubeginn, die hätte ich ablehnen können. Das war mir bewusst, aber die Einmaligkeit des Erlebnisses war so überzeugend, dass ich nicht länger zögern konnte. Ich konnte auch nicht mehr zweifeln, ich habe auch nicht mehr gefragt, bist du es wirklich, Herr? Und diese Erfahrung, die hat dazu geführt, dass tatsächlich sich mein Leben geändert hat. Mhm. Ich bete täglich, manchmal alleine, dann wieder mit meiner Frau in der Kirchengemeinde. Ich habe Gebetserhörungen. Wir machen konkrete Alltagserfahrungen, nachdem ich frage, Herr, was ist eigentlich dein Wille? Was willst du, wie soll ich leben? Mhm. Ich bin manchmal angefochten, ich bin manchmal nicht so selig gestimmt, kraftloser, durch die Migräne gedämpfter, da ist der Kontakt zu ihm nicht so real. Aber ich bin nie mehr so kraftlos gewesen wie vor diesem Erlebnis auf dem Bett. Und diese Sicherheit, diese Veränderung, die sich da ereignet hat, die schwebt mir immer vor und die macht mich gewiss, dass ich zum Beispiel die ersten 22 Verse vom 22. Psalm gar nicht zu beten brauche, sondern dass die von dem David in prophetischer Weise gesprochenen Verse 23 bis 32, die für mich die 7 Auferstehungswirkungen für die Jetztzeit beinhalten. Es wird gepredigt, es findet Bekehrung statt, Ewigkeit wird geschenkt, ich habe in Jesus einen Bruder, es gibt die Gemeinde, es gibt Lobpreis und es gibt die Einladung zur Tischgemeinschaft. Also bei mir verändert sich im Vers 22 auch dieser Psalm von der Passion zur Herrlichkeit. Mhm. Und jetzt würde ich Sie gerne fragen, Herr Drewemann, ich beziehe mich da auf diese Frage, die ich Ihnen auch in Pellworm gestellt hatte. Sie hatten doch als Priester wahrscheinlich Jesus Christus auch als den Auferstandenen verkündigt oder wollten Menschen zu ihm führen, damit diese den Wunsch bekommen, sich zu ihm zu bekehren, damit er ihr Leben verändern kann.
Und jetzt wäre für mich, vielleicht verstehe ich Sie falsch, ich habe Sie jetzt in der letzten Zeit so erlebt, dass ich annehme, Jesus Christus hat für Sie auch mal gelebt, war auch mal der Auferstandene, aber irgendwann hatten Sie erkannt, er ist wohl doch nur der Mann aus Nazareth. Und habe ich Sie da irgendwie falsch verstanden? Ich glaube, wir müssen das auf zwei Ebenen besprechen. Das eine ist, ich kann Ihre persönliche Entwicklung nach dieser Schilderung nicht diskutieren, auch nicht kommentieren. Ich lasse es einfach so stehen und greife den Punkt auf, der vielleicht für viele unserer Hörer am wichtigsten ist. Es gibt Veränderungen durch augenblickliche Wandlungen des Bewusstseins. Es ist möglich, dass in einem bestimmten Moment jemand zu sich selber erwacht. Eine Doppelsteuerung. Ja, ich weiß auch gerade. Ich glaube, Herr Reiser, Sie haben einen Lautsprecher an bei sich beim Telefon. Kann das sein? Ja, aber... Wenn Sie das bitte ausstellen würden, weil wir jetzt die Worte von Herrn Drewermann doppelt hören. Ist es jetzt weg? Wir probieren es weiter. Genau, Herr Drewermann war irritiert, ich auch. Ich hoffe, dass es jetzt besser geht. Also das eine ist, ich kann nicht Ihren Lebensweg kommentieren, aber dass es Entscheidungen gibt, die im Moment dem Leben eine neue Richtung zu geben scheinen, da bin ich mir ziemlich sicher, denn das habe ich oft genug erlebt. Ich helfe mir jetzt mal einen großen... Beispiel zu folgen, der Mann, von dem wir eben sprachen, Leo Tolstoi, ist ein Zeugnis dafür, dass es so etwas gibt. Es war ein Durchbruch. Tolstoi stand als Autor weltberühmt durch die großen Romane, als Gutsherr, als ein reicher Mann, als ein Wüstling in gewissem Sinne auch, vor der Frage, was ist das Leben? Die Todeserfahrung bedrückte ihn und das war eine Wandlung in genau dem Sinn, von der wir eben gehört haben. Dostojewski hat es so erlebt. Es war eine Nacht, in der er einen Traum oder eine Vision hatte und mit Mal erlebte, er wird frei sein vom Spielen. Andere kenne ich, die in einem Moment plötzlich von einer langjährigen Krankheit, der Magersucht zum Beispiel, frei wurden. Das ist einfach, wie wenn ein Groschen in einem Automaten, der geklemmt hat, aus Gründen, die man nicht kennt, plötzlich niederfällt. Und so wird es Ihnen gegangen sein, da war etwas gewachsen. Es war ein Suchen und es bildete sich eine neue Selbstgewissheit. Das ist das eine. Das andere ist eine Frage an mich jetzt und meinen Glauben. Ich bin überzeugt, dass Jesus gelebt hat, kein Vernünftiger bezweifelt das. Jesus war eine historische Person. Was Sie eher wissen möchten, ist, in welchem Sinne er für uns verbindlich aufgetreten ist, was aus seiner Lehre wurde. Da glaube ich, dass man sagen kann, Jesus hat die Hoffnung auf ein ewiges Leben, auf Auferstehung, nicht neu begründet. Dabei hat sie in seine Existenz so hineingenommen, dass es möglich war, die Todesangst zu überwinden und der Wahrheit zu folgen, die eigentlich jeder Mensch in seinem Herzen trägt. Deshalb kann Paulus sagen, Jesus ist der Erste der Auferstandenen. Das glaube ich, es hat sich bei mir jedenfalls nicht verändert. Herr Reiser. Ja. Wir bedanken uns bei Ihnen. Ja. Und bitte beim nächsten Anruf, wenn Sie nochmal in einer nächsten Sendung anrufen, bitte das Radio oder wo immer Sie uns hören, ganz ausstellen, ganz ausstellen. Wir haben immer noch uns selbst gehört dabei und das ist dann so ein bisschen anstrengend. Ja? Ich bedanke mich bei Ihnen. Ich gehe rüber zu einer E-Mail, die uns erreicht hat aus der Schweiz. Auch dort haben wir Hörer, oder besser gesagt in diesem Fall eine Hörerin. Gitta Bellmann heißt sie, aus Bern. Und sie schreibt uns, guten Abend, vor kurzem habe ich das Märchen, Herr Drewermann, da sind Sie auch Fachmann, vor kurzem habe ich das Märchen Der gute Handel der Gebrüder Grimm entdeckt. Ich fühle mich durch dieses Märchen sehr angesprochen. Es passt ganz gut in meine Biografie, die sich im Moment sehr stark verändert. Falls Sie dieses Märchen kennen, würde ich von Ihnen sehr gerne eine kurze psychologische Deutung hören. Vielen Dank für Ihre Sendung und alles Gute und herzliche Grüße aus der Schweiz. Da bin ich überfragt. Ich habe das Märchen nicht präsent. Es tut mir jetzt sehr leid. Weiß also nicht, worauf der Handel sich bezieht. Wenn ich nach einer Ausrede suche, müsste ich jetzt von Hans im Glück erzählen. Das ist die Geschichte, wo mehrfach gehandelt wird, scheinbar mit Werteverfall. Vom Goldklumpen geht's am Ende auf gar nichts zu, er bringt am Ende seiner Mutter nur noch sich selber zurück. Aber je nachdem, wie man das interpretiert, ist es auch die Reduktion der Person auf sich selber und das Überbordwerfen von allem Überflüssigen. Andere Interpreten sind, die die Geschichte von Hans im Glück als die Geburtsstunde eines Asozialen interpretieren, der mit den bürgerlichen Konventionen nicht zurechtkommt, der Werte nicht richtig taxieren kann.
Vielleicht aber ist beides der Fall und man denkt an den heiligen Franz von Assisi, der die Werte ganz anders taxierte, als es im bürgerlichen Leben üblich war und ein wunderbarer Mensch dabei wurde. Ob das was zu tun hat jetzt mit dem guten Handel des Märchens, das Sie vor Augen haben, kann ich nicht sagen. Ich werde es schleunig nach Hause kommt lesen, das verspreche ich Ihnen. Und in der nächsten Sendung, vielleicht müssen Sie dann nochmal fragen. Also, Frau Bellmann in der Schweiz, genauer gesagt in Bern, versprochen ist versprochen. Herr Drewermann macht also ein bisschen Hausaufgaben. Zunächst mal, der gute Handel wird nachgeholt. Aber ich glaube, auch über Hans im Glück haben wir ja auch noch ein bisschen was erfahren, gerade eben hier in der Redefreiheit im Nordwestradio. Eine weitere Mail. Sehr geehrter Herr Dr. Drewermann, wegen eines moralischen Fehlverhaltens wurde mir vor ein paar Jahren gekündigt. Nach mehr Monaten der Ungewissheit habe ich das Angebot erhalten, in einer ganz anderen Branche arbeiten zu können. Trotz anfänglicher Schwierigkeiten bin ich hierin nun vergleichsweise erfolgreich. So viel, dass ich mir nun langsam sage, dass es vielleicht gut war, dass ich auf diese Veränderung gestoßen wurde. Andererseits hat die Zeit des Übergangs viel Kraft gekostet, vor allem meine Frau. Ich schäme mich deswegen, mir diese Veränderung manchmal schön zu reden. Und dann denke ich, vielleicht war es ja doch ganz gut so. Wie kann ich mit ihr ins Reine kommen? Ich möchte bitte anonym bleiben, was Sie vielleicht verstehen, mit freundlichen Grüßen. Und natürlich müssen wir genauso anonym über den Begriff der Schuld in dem Zusammenhang reden. Menschen können gekündigt werden für Lappalien heute, weil sie eine Scheibe Wurst gegessen haben, die sonst vergammelt wäre. Es ist heute ein Kündigungsgrund. Ob man davon Schuld reden kann, steht dahin. Ich glaube, in Ihrem Falle ist das anders. Sie akzeptieren ja auch in der Darstellung den Vorfall als strafwürdig, sonst würden Sie so nicht sprechen, sondern rebellieren gegen die Unverschämtheit eines Systems, das Sie für eine Lappalie rausgeworfen hat. Dann ist die Frage, was können Sie denn machen? Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass das, was Sie getan haben, auch in Ihren Augen nicht in Ordnung war und die Kündigung in gewissem Sinne verständlich gemacht hat. Immer noch zögere ich zu glauben, dass Kündigungen als Strafe ausgesprochen werden dürften. Zumindest müsste man den Menschen, die betroffen sind, eine neue Chance einräumen. Den Hintergrund erfragen, wie das passieren konnte. Man hätte dann die besten und aufgeschlossensten Mitarbeiter in aller Regel. Es wäre sogar für die Unternehmer sehr wünschenswert, Sie könnten mal dem sogenannten Fehlverhalten nachgehen und viel besser kooperieren. Nun aber gut, Sie sind gekündigt worden. Was bleibt Ihnen denn dann anders übrig, als in zwei Richtungen fortzufahren? Das eine sagen Sie, Sie haben beruflich sich sogar neu organisiert und sind sogar erfolgreich geworden. Sie haben dem Schicksal getrotzt, wenn man so will. Ihre Frau kann, was den sozialen Status, der sich verbessert hat, angeht, Ihnen inzwischen vielleicht sogar dankbar sein. Aber Sie müssten ihr zeigen, dass sie dazu Grund hat. Sie müssten an dem Zugewinn, den Sie erreicht haben, Sie mit beteiligen. Was wäre, Sie machen mal Ferien oder Sie genießen ein bisschen die Ruhe, die Sie längst verdient haben, an der Seite Ihrer Frau. Also es müsste ein Vorteil werden aus all der Malore, dass Ihre Frau sehen könnte, das ist ein Fortschritt oder Vorteil auch für mich geworden. Das andere geht tiefer. Wenn Sie sagen, ich bin da schuldig geworden, ist es in gewisser Weise unvermeidbar, nochmal darüber nachzudenken, wie es kam, welche Motive eine Rolle gespielt haben, welche Abhängigkeiten vielleicht. Manchmal, wenn Sie Ihre Frau erwähnen, sehe ich Menschen etwas tun, nur aus Liebe zu Ihrer Frau, um Ansprüchen zu genügen, die sie gar nicht leisten können. Ich erzähle jetzt, weil völlig unbekannt ist, von wem ich spreche, ein solches Beispiel. Ich kenne einen Kirchenküster, der vor Jahren entdeckt wurde als Dieb. Man hat ihm schließlich, um ihn zu überführen, eine Falle gestellt, einen 20-Euro-Markschein in den Klingelbeutel getan, der war verschwunden. Der Kirchenvorstand beschloss, der Mann muss dienstentlassen werden. Mein Pfarrer, der mir das erzählte, war anderer Auffassung und sagte, er wird nicht entlassen. Aber wie, dann sagte der Pfarrer, weil ein Pastor nicht nur sieht, was die Hände von Menschen tun, sondern was in ihrem Herzen vor sich geht. Das kann ich euch jetzt nicht erzählen, das weiß ich aber. Und das ist für mich maßgebend. Was er wusste, war, dass er eine Frau hatte, der jeden Gefallen auf Erden zu tun bereit war. Es ging nicht nur um Geschenke, es ging um Kleidung. Und für all das hatte er kein Geld als Kirchenküster, woher denn? Also hat er auf diese Weise sich Liebe eingekauft. Das war sein Fehler. Und darüber hätte man sprechen müssen, hat man dann getan.
Nicht die Dienstentlassung ist die Folge. Aber wie kann ich mal glauben, geliebt zu werden von meiner Frau, auch wenn ich ihr keinen Pelzmantel mitbringe, wogegen ich aus anderen Gründen auch noch was hätte. Aber mit einem Diebstahl ist nun Liebe nicht zu schaffen. Und die Frau wiederum könnte lernen dabei, dass sein Mann nicht ein Jojo ist, ein Erfüllungsmännchen aller Wünsche. Kein Sesam, öffne dich. Er hat Grenzen und mit denen muss man leben. Das ist Liebe wechselseitig und die darf er einfordern. Natürlich. Ehrlichkeit bedeutet jetzt, dass die Identität, die Übereinstimmung mit sich selber wertgeschätzt wird. Er sich gegenüber ist kein Versager, wenn er nicht dauernd apportiert, was Frauchen will. Und Frauchen kann lernen, dass ihr Männchen kein Hund ist, den man rumkommandiert. Jetzt such und dann hat er mitzubringen. Das ist ein kleines Problem, das zu einer Kündigung hätte führen können und beantwortet wird durch eine innere Wandlung, eine Veränderung. Die Veränderung macht aber aus ihm keinen anderen Menschen. Sie macht lediglich einen Menschen, der mit sich identisch ist. Da sind wir jetzt bei den Themen vorhin. Wie stellt man sich Veränderung so vor, dass sie sich vorbereitet auf den Himmel? So sieht sie aus. Und sowas könnte ich jetzt wünschen. Ich habe keine Ahnung, was sie gemacht haben, aber es gab Motive, weswegen sie was Falsches getan haben. Die Motive haben mit ihnen zu tun und je näher sie denen kommen, dreht sich's nochmal auf eine positive Form, mit sich in Übereinstimmung zu kommen. Und wenn ihre Frau dabei eine Rolle spielen sollte, wünsche ich sie ihnen beiden. Ein Musikstück, ein griechisches Musikstück, hier in der Redefreiheit im Nordwestradio. Eugen Drewermann hat das Stück mitgebracht. Ein Stück, was ich schon öfters gehört habe, beim Griechen um die Ecke gewissermaßen so. Aber dort so ein bisschen bewusstlos als Berieselung zum Gyros. Sie haben es heute ganz bewusst in unsere Sendung mitgebracht. Warum, Eugen Drewermann? Weil es ein Stück meiner eigenen Veränderung wiedergibt. Ich bin mit 19 nach Griechenland getrennt. Das war mit einem Kühlwagen. Alleine, ich wollte einfach die Orte sehen, wo Sokrates zum Orakel von Delphi gegangen ist, wo Perikles geredet hat, wo Platon die Akademie gegründet hat. Ich wollte es sehen. Ich wollte nicht nur Griechisch in der Schule lernen, ich wollte es sehen. Und es war eine Zeit damals, wo es noch keinen Massentourismus gab. Irgendwann aber dann, 1968, machte der Deutsche Rundfunk den griechischen Gastarbeitersender auf. Und dann kam diese Musik. Ich habe die endlos aufgenommen auf Tonband, meinen Freunden vorgespielt und die waren entsetzt. Mein bester Freund, es ist ja wie wenn Beethoven nie gelebt hätte. Ist er das absolut recht? Es ist Musik, wie wenn Beethoven nie gelebt hätte. Und ich dachte, wenn doch die Griechen, die hier leben, integriert würden, wenn sie uns das schenken könnten, nicht nur indem sie die Tavernen öffnen, indem sie uns Gyros bringen, sondern ihre Kultur, es ist doch unsere eigene. Es wäre noch gar keine ganz große Veränderung gewesen, obwohl Türken bereits zu Millionen nach Deutschland kamen, vor allem ins Ruhrgebiet hinein. Ich dachte, wir müssen als Gesellschaft uns verändern, wir müssen weiter werden. Und dafür war diese Musik zum Träumen. Sie macht sofort sehnsüchtig. Man sieht sich gleich am Strande sitzen und hinausschauen zu den Wolken, zum Meer. Man wird ein Grieche. Und so ist das meistens mit Musik und allemal mit den Menschen, die man beginnt zu verstehen, indem man ihnen zuhört. Also ein biografischer, ja, ich sage es mal mit großem Wort, Meilenstein. Meilenstein. Meilensteinchen, ein Meilensteinchen. Ja, darauf können wir uns einigen. Der nächste Anrufer ist da in der Leitung und ich begrüße aus Hameln Herrn Borak. Schönen guten Abend. Guten Abend. Herr Borak. Vielen Dank erstmal, Herrn Drewermann. Ich habe aber noch eine Nachfrage zu dem Bremer Anrufer, zweimal davor. Und zwar wollte ich die naturwissenschaftliche Seite von Herrn Drewermann ansprechen. Und zwar ist mir mal in dem, bei dem Lesen, und zwar ob inwieweit wir uns Menschen überhaupt verändern können in Richtung Schöpfung, also die Potenz überhaupt dazu, da ist mir bei dem berühmtesten Bonobo-Buch, was es gibt, von Franz de Waal und Franz Lanting, also der wunderbare Tierfotograf, Sie erkennt sicher das Buch, begegnet. Und da ist ein Anthropologe zitiert, ein US-Anthropologe, der die Version zumindest vertritt, dass der Schimpanse bzw. der Bonobo-Affe kommt ja mit einer geschlossenen Schädeldecke zur Welt. Das heißt, wenn da ein Gehirnwachstum stattfände in dem Moment, würde die Schimpansen- oder Bonobo-Mutter dabei sterben. Beim Menschen ist, wie wir alle wissen, die Pfeilnaht am Kopf noch dehnbar. Es wird unter Umständen eine Sektio gemacht. Das Gehirn des Menschen wächst also ein ganzes, das ganze
erste Lebensjahr noch explodiert quasi. Und der Anthropologe, der US-Anthropologe, macht daraus quasi die These, dass der Bonobo, sagen wir mal, die Krone der Schöpfung ist, während der Mensch einen Hirntumor entwickelt hat, die zwar die Relativitätstheorie ermöglicht, Religionen ermöglicht, aber auch die Atombombe. Das heißt also, von der ganzen globalen Schöpfung geht er zu den Affen zurück, die ja den Globus meistens doch unbeschädigt da zurücklassen. Da Frage an den Naturwissenschaftler, an den Mediziner, Drewermann. Als Mediziner und als Naturwissenschaftler komme ich mit der Frage nicht wirklich klar. Franz de Waal ist einer der besten und der tierfreundlichsten Autoren, was Primatenforschung angeht. Und immer wieder beschreibt er, wie ähnlich Menschen und Schimpansen sind. Und schildert die Schimpansen so, dass man frappiert ist. Man erkennt sich einfach wieder. Vielerlei Grausamkeit im Übrigen, die wir den Tieren zufügen, die auch im Primatenzentrum hier in Bremen für die Neurologie verbraucht werden, wären unmöglich, wenn man Franz de Waal richtig lesen würde. Die Frage ist jetzt, was ist vom Hirnwachstum zu halten? Das eine ist, wir stellen simpel fest, dass die Geburt ein Gehirn voraussetzt, das heißt ein Volumen unseres Kopfes, das nicht endlos dehnbar ist. Der Knochenring, durch den die Geburt hinausgetrieben wird, kann sich selber nicht erweitern. Also muss die Schädeldecke bei der Geburt relativ plastisch sein und sie kann eine bestimmte Größe nicht überschreiten, sonst ist keine lebende Geburt mehr zu erwarten. Man nimmt jetzt weiter an, dass diese scheinbar simple Tatsache ganz entscheidend zur Menschwerdung beigetragen hat. Man dürfte also nicht einfach sagen, der sproßt ein Tumor zwischen unseren Schläfen, sondern man hat mehrere Faktoren. Das Lebewesen, das so zur Welt kommt, ist völlig unfähig, so rasch sich zu entwickeln zur Selbstständigkeit wie unsere nächststehenden Artgenossen, unsere Vettern, in der Klassifikation etwa die Schimpansen, das können. Die Abhängigkeit eines Neugeborenen ist immens. Man nimmt sogar an, dass eine der Gründe für Kooperation im Sozialverband mit darin liegt, dass die Geburt von einer Frau allein auf sich gestellt außerordentlich schwierig ist. Sie ist fast immer angewiesen auf die Hilfe anderer. Eine Art von Kooperation, die im Tierreich so nie beobachtet wurde. Man müsste also sagen, sich zu verständigen, miteinander zu interagieren, soziale Empfindungen in entsprechendes Verhalten umzusetzen, ist die Basis dafür, dass wir überhaupt zur Welt kommen und einigermaßen gesund sind. Und das geht nun so weiter. Spracherwerb gehört jetzt da hinein. Das ist eine winzige Veränderung rein neurologisch in unserem Kopf, aber die kulturelle Bedeutung unterscheidet uns endgültig an dieser Stelle von allen Tieren. Das ist wirklich eine entscheidende Form des Neuerwerbs gewesen, ein evolutiver Sprung, der nie wieder zu revidieren ist. Wenn Sie so wollen, hat die alte mittelalterliche Bestimmung recht, die sagt, wir sind Animalia Rationalia, wir sind vernunftbegabte Tiere. An der Vernunft haben Sie und ich jetzt ganz große Zweifel, wenn die Atombombe dabei herauskommt. Aber dass wir miteinander sprechen können, sollten wir wirklich geltend machen. Kriege werden, wenn nicht aus reiner Geldgier, wie eben schon angedeutet, vor allem geführt, weil die Mittel der Verständigung versagen. Gewalt ist allemal eine Ersatzsprache, die nicht mehr durch Sprechen, sondern durch die Fäuste oder deren Waffen entschieden wird. Deswegen kann die Vermenschlichung eigentlich nur darin bestehen, dass die Fähigkeiten, die wir längst besitzen, intensiviert werden. Verständigung ist eine dieser Formen, Atombomben zu vermeiden. Das Problem ist im Übrigen nicht, dass wir zur Atombombe fähig werden, sondern dass unsere technischen Möglichkeiten organisiert werden immer noch von emotionalen Verhaltensbereitschaften, die weit in die Tierreihe zurückreichen. Unser ganzes Instinktverhalten, unsere Antriebe haben wir eins zu eins identisch mit denen der Schimpansen. Da hat sich wirklich wenig verändert. Unser präfrontaler Kortex aber, die Fähigkeiten zur Nachdenklichkeit, haben sich enorm verbreitet in den letzten Hunderttausenden von Jahren. Manche meinen sogar, dass diese Weiterentwicklung unseres Gehirns die Fähigkeit zum Träumen zur Voraussetzung hatte. Im Schlaf, im Träumen erweitern wir die Fähigkeiten, Gedächtnisspuren zu legen, also die Erfahrungen des Tages in das Langzeitgedächtnis zu überführen.
diese Möglichkeiten hätten nicht mehr durch das Wachstum des Gehirns erzeugt werden können, sondern durch einen neuen Gebrauch des Gehirns, durch Ausdehnung etwa der Traumphasen. Diese Theorien sind sehr glaubhaft, weil sie auch über die Linie der Evolution höherer Säugetiere sich belegen lassen. Seit 70 Millionen Jahren können Säugetiere träumen, nimmt man an. Krokodile können das nicht. Das ist einer der evolutiv wichtigen Unterschiede. Die Natur also zählt nicht mehr auf die Erweiterung einfach des Hirnvolumens. Aber unsere Kultur ist absolut davon abhängig, dass wir den Gebrauch unseres Gehirns ändern. Manche sagen ganz richtig, wir haben noch nicht einmal die Hälfte der Möglichkeiten, die in unserem Gehirn stecken, wirklich genutzt. Vor allem das, was wir Rationalität nennen, spielt im Grunde in einer Hirnhemisphäre und ist wenig verbunden mit der anderen. Wie wir Gedanken und Gefühle zusammenkriegen, ganz grob jetzt und fast fahrlässig vereinfacht gesprochen, die linke und die rechte Hirnhälfte, wäre ein emotionaler und kultureller Fortschritt ohnegleichen. Deshalb haben wir hier in der Redefreiheit Worte und Musik, um zu sagen, beides ist wichtig. Oder vereinfacht, nochmal mit Tolstoi gesprochen, wenn sie euch zwingen, Dinge zu tun, die ihr im Gefühl ablehnt und die ihr nur macht, weil sie euch beibringen, so sei es vernünftig. Könnt ihr wissen, ihr macht etwas Entscheidendes falsch, ihr könnt es nur mit halber Seele tun, ihr werdet schizophren dabei, ihr zerreißt euch selber und bildet ein Destruktionskapital, das nach außen schwer zu stoppen ist. Wie können Menschen sich so integrieren, dass Innen und Außen, das Gefühl und Gedanke miteinander übereinstimmen? Das wäre eine Förderung an unsere Kultur. Auch, dass wir dann eine Gesellschaft einrichten, die das akzeptiert und fördert, wäre der nächste Schritt. Wir könnten alles, was Tolstoi geschrieben hat, jetzt nochmal in der Praxis durchgehen. Also ich fürchte nicht eine Vernünftigkeit, die die Kernspaltung ermöglicht. Hahn und Strassmann, Lise Meitner, all das lässt sich nicht mehr zurückdrehen. Da ist etwas Richtiges erkannt worden. Aber dass wir es dann nur tun, indem wir Ängste, archaische Reste von Verteidigungsbereitschaft bis zum Megatod daraus entwickeln, liegt nicht in der Natur der Atomspaltung. Wir müssten im Übrigen in den Naturwissenschaften mal Räume wieder öffnen, in denen man etwas erkennen kann, nur weil es schön ist, es erkannt zu haben, ohne dass ein Forschungslabor dahinter steht, das eine Kapitalrendite ziehen will. Neue Aufträge, um die Welt zu verändern, zur Kapitalvermehrung. Ich hatte gestern noch einen Vortrag bei Grezisten über den Nutzen des Unnützen. Das sagte, die ganze griechische Naturwissenschaft bestand in nichts weiter als in der Freude des Erkennens. Wie konstruiert man ein rechtwinkliges Dreieck unterm Taleskreis? Das musste man erkennen. Wenn man das kann, kann man später auch Gewölbe bauen und Aquädukte führen. Aber darum ging es nicht. Als erstes wollte man wissen, wie funktioniert ein Kreis und welche Gesetze gibt es am Dreieck. Und wie konstruiert man die Saiten einer Leier so, dass sie wohlklingen und eine Harmonie erzeugen, die uns die Schönheit des Weltalls zu Gehör bringt? Wer solche Probleme hat, konnte vor 2500 Jahren an den Orten, von denen ich eben sprach, dass die Musik daherkäme, irgendwie nochmal eine Veränderung in Neuaufnahme des Alten bei sich selber gewärtigen. Herr Borak aus Hameln. Herzlichen Dank, ganz, ganz herzlichen Dank. Wir bedanken uns bei Ihnen und ich springe mit meinem Fingerchen auf die nächste Telefonleitung und da müsste eine Anruferin sein aus Recklinghausen, nämlich Frau Fingerknüpfer. Stimmt's? Ja, guten Abend. Guten Abend. Ich wollte auf eine Veränderung zu sprechen kommen, die in Ihren beiden Lukas-Erläuterungen, also Lukas-Evangelium, immer wieder eine Rolle spielen. Sie zitieren dort Erich Fromm, der sagte, das ganze Anliegen Jesu war die Aufgabe, den Patriarchalismus der Religion seiner Zeit und seines Volkes umzugestalten in eine matriarchale Beziehung zu Gott und in eine matriarchale Form des Umgangs zwischen den Menschen, vor allem durch den Verzicht auf das Prinzip des Strafens. Dann schreiben Sie selber weiter dazu, auf eine solche matriarchale Revolution läuft zweifellos die ganze Botschaft Jesu hinaus. Und weiter, an einer anderen Stelle, das bedeutet den Einsturz des gesamten moralisch-bürgerlichen Lohn- und Leistungsgedankens. Also das beschäftigt mich schon eine Weile jetzt. Und mal ganz davon abgesehen, dass ich in den letzten 2000 Jahren keine derartige Entwicklung erkennen konnte, sondern eher eine ganz dramatische Abwertung aller mütterlichen Eigenschaften in der globalisierten Welt,
Sie haben ja davon auch vorhin schon gesprochen, denke ich, man sollte sich doch mal trotzdem noch die Möglichkeit einer Utopie einfach vorstellen, dass man mal sagt, man sollte vielleicht mal eine ganz andere Welt sich denken, auch wenn es immer heißt, es ist ja weltfremd. Und ja, ich habe mich gefragt, wie muss denn so eine Gesellschaft organisiert sein, die die Menschen als Wert an sich betrachtet und nicht einfach immer nur vernutzt für Profitinteressen von einer ganz kleinen Minderheit. Und da stieß ich auf eine Idee von Attac. Fand ich am Anfang sehr utopisch, aber je länger ich drüber nachdenke, finde ich das sehr beachtenswert. Und zwar ein bedingungsloses Grundeinkommen für alle. Man bekommt die Existenz gesichert, einfach weil man es braucht. Nicht, weil man es verdient hat oder einen Anspruch hat, sondern einfach, man braucht es eben. Und die sagen, es muss ein Menschenrecht sein, ohne Existenzangst leben zu können. Damit ist man auch unabhängig von persönlichen Abhängigkeiten zu Eltern oder zum Ehepartner. Man muss nicht jeden miesen Job annehmen. Und man könnte auch ganz verschiedene Formen der Arbeit gleichachten. Also nicht nur Arbeit, die zur Entlohnung durch einen Arbeitgeber führt, sondern auch andere Arbeiten, die ja notwendig sind in der Gesellschaft, etwa Familienarbeit. Und dahinter, finde ich, steht so ein Menschenbild, dass wer in einem funktionierenden Sozialgefüge eingebunden ist, der will auch Positives in die Gesellschaft einbringen. Als Gegensatz zu diesem Menschenbild, das uns von der Politik vermittelt wird, also wenn man die Leute nicht ständig unter Druck setzt und die unheimlich drangsaliert, dann arbeitet sowieso kein Mensch mehr. Und zur Finanzierbarkeit noch ein Satz, dann bin ich fertig. Mir hat jemand, der selbst mit Arbeitslosen zu tun hat, hat gesagt, da ist ein riesiger Kontroll- und Verwaltungsaufwand nötig, um diese ganze seltsame und dieser Umgang mit Arbeitsverwaltung aufrechtzuerhalten. Wenn man das abschaffen würde und einfach jedem sein Geld überweisen, wäre schon eine Menge gespart und es wäre fast schon finanzierbar. Herr Drüber. Das sind zwei Gedanken jetzt. Das eine ist, Matriarchat bei Erich Fromm hat tatsächlich was damit zu tun, dass wir die Schuld von Menschen nicht strafen, sondern darauf setzen, dass sie sich menschlich entwickeln können, über die Gründe, die sie schuldig werden ließen, hinaus. Über Strafe reden wir gleich die nächste Sendung, deshalb mache ich das an dieser Stelle kürzer. Tatsächlich war es die Auffassung von Erich Fromm, dass es Patriarchat und Matriarchat als Idealmodelle der Sozialpsychologie gäbe. Kann man schon diskutieren, aber sicher richtig bleibt, dass Menschen, um menschlich leben zu können, ein Gegenüber brauchen, das sie als erstes akzeptiert und nicht dauernd fragt, ist es richtig, bist du schön, bist du stark und leistungsfähig genug, sondern dass es positiv bejaht wird, die Tatsache, auf der Welt zu sein. Das tut in aller Regel eine Mutter gegenüber dem Kind, das sie zur Welt gebracht hat. Insofern kann man sagen, das ist eine Erfahrung, an der Mütter stärker beteiligt sind, als es beispielsweise ein Mann sein könnte. Im patriarchalen System denkt man daran, dass es Lohn und Strafe in Abhängigkeit von den Normsystemen gibt und deshalb immer wieder bedingungsweise Menschen beurteilt wird, im Sinn der Funktionsfähigkeit für die Gesellschaft. Wenn Menschen unter der Bedingung nur leben können, dass sie in bestimmter Weise funktionieren, werden sie sich nie wirklich ganz akzeptieren können, weil sie sich niemals selber ganz akzeptiert gefühlt haben. Sie werden die Verneinung, die Negation immer wieder in ihre Selbstbetrachtung aufnehmen und das wird sie zerreißen und viele Dinge tun lassen, die sie eigentlich gar nicht tun wollen. Die ganze Psychoanalyse könnte jetzt in diesen Satz hineingegossen werden. Um Menschen wirklich zu befreien, lehren wir etwa in der Psychotherapie genau das. Eine Zuwendung, die nicht abhängt von den Fragen, bist du richtig oder falsch, bist du schön oder schlecht, bist du gut oder böse, bist du fromm oder nicht, bist du orthodox oder ein Heretiker, sondern was bist du für ein Mensch? Das ist der Raum, in dem Menschen regenerieren können und zu sich selbst zu finden vermögen. Das alles gilt jetzt erstmal, nehmen wir an, und wäre wünschenswert. Es wird auch praktiziert, nur viel zu wenig, und die Psychoanalyse hat die Kulturrevolution, die vor 100 Jahren begonnen hätte werden sollen, nie wirklich durchgesetzt. Da ist auch das Abscheulichste an uns Deutschen, das Dritte Reich, drüber hinweggegangen. Psychoanalyse war jüdisch, wurde
verbrannt, buchstäblich verbrannt. Und danach hat es auf dem Niveau, auf dem man bis 1930, 33 geschrieben und gedacht hat, in Deutschland nie wieder gearbeitet. Erich Fromm ist ja ausgewandert nach den Vereinigten Staaten wie viele andere und konnten da weitermachen, allerdings in einem Raum, der viel oberflächlicher war. In den USA hat man keine philosophische Gründlichkeit, hat viele Fragestellungen nicht, die wir in Deutschland wunderbar hätten weiter diskutieren müssen. Strafrecht zum Beispiel. Es ist unglaublich, dass Erich Fromm diese Äußerungen in den 30er Jahren in den Vereinigten Staaten tun konnte, die bis heute festhalten zu über 80% der Bevölkerung an der Todesstrafe. Bizarrer kann es überhaupt nicht kommen. Das ist nicht einmal der Kulturaustausch über den Atlantik zwischen Europa und den USA bis heute passiert. Worüber debattieren wir dann also? Sie sagen jetzt, ich glaube völlig mit Recht im Hintergrund, wir müssen die Wirtschaft sehen, wir müssen die Eigentumsverteilung sehen. Was wäre, wenn Menschen erst einmal leben könnten, nicht durch persönliche Zuwendung nur, sondern durch Existenzsicherung? Frau von der Leyen diskutiert das gerade unter dem neuen Begriff, statt Hartz IV will sie lieber reden, vom Basisgeld. Klingt ja auch viel schöner als nach einem Mann, der strafrechtlich mal verfolgt wurde, um das System zu kennzeichnen. Egal, wie man es benennt, wir bräuchten, was von der Linkspartei wieder seit Jahren gefordert wird, eine solche Grundsicherung. Und sie dürfte nicht bei 370 Euro oder 350 liegen, mit wachsenden Abnahmen wieder noch, sondern bei ungefähr 500 Euro. Damit wir einen Blick noch in die Realität tun, wir sind gerade dabei, das Gegenteil zu beschließen. Die Bundesregierung ist verpflichtet, die Sozialsätze zu verbessern. Aber was tut sie? Sie erklärt, dass die Leute an den Kommunen sich orientieren müssen, indem der Mietpreis, der im Durchschnitt üblich ist, ihnen zugewiesen wird. Ich sehe jetzt viele Tausende von bisherigen Hartz-IV-Empfängern auf die Suche nach Wohnungen gehen. Bei Leuten, die ihnen keine Wohnung geben, weil solche nimmt man nicht auf, die also rausgeschmissen werden, weil sie für die alten Wohnungen kein Geld haben und auf der Straße sitzen. Es wird denselben Leuten die Energie, die Elektrizitätskosten gestrichen, müssen sie selber für sorgen. Ich habe gerade noch erlebt, wie das aussieht. Sie bezahlen, weil die Rechnung ja ein Jahr später kommt, die Rechnung für 2009. Die konnte er nicht bezahlen. Also wurde ihm der Strom abgeschaltet. Also können Sie die alte Rechnung bezahlen. Und nun kommt E.ON und erklärt, dass alleine die Abschaltung und die Neueinschaltung des Stroms 175 Euro kostet. Dann erst kommt man in den Genuss, wieder Strom zu beziehen. Das alles ist eine solch schreiende Ungerechtigkeit. Und wenn Sie fragen, wie es zu machen ist, ich glaube, natürlich wäre Bürokratieabbau ein Riesendesiderat, vereinfachte Steuererklärungen sehr wünschenswert. Aber vor allem brauchten wir eine Beteiligung an den Renditen. Wir haben heute Maschinen laufen, die den Unternehmern ungeheure Rendite einfahren, aber daran werden die Arbeiter nicht beteiligt und es wird die ganze Bevölkerung nicht daran beteiligt. Sie ist aber daran beteiligt. Die Intelligenzleistung, die Erziehungsleistung einer Mutter ihrem Kinde gegenüber, der Lehrer an den Schülern gegenüber, muss doch irgendwie vergütet werden. Die schaffen am Ende die Fabriken und die Maschinen, von denen die Rendite eingefahren werden. Wer denn sonst? Die gesamte Bevölkerung, die gesamte Kultur trägt dafür bei, dass diese Herren 10% der Bevölkerung 60% des Gesamtvermögens in Händen haben. Das müsste aufgeteilt werden. Durch entsprechende Besteuerung, durch entsprechende Mitverantwortung. Wir müssten ihn ans Leder, anders geht das nun mal überhaupt nicht. Gerecht ist es nicht, demokratisch ist es nicht. Die Leute wollen was anderes und sie brauchen was anderes. Und wir bräuchten Politiker, die es endlich durchsetzen. Ja, Frau Fingerknüpfer aus Recklinghausen, ich habe es auch von unserem Bildschirm gesehen, ist leider mit der Telefonleitung jetzt rausgefallen, aber ich hoffe, dass sie die Antwort von Ihnen noch gehört hat an Ihrem Radio in Recklinghausen. Und ich begrüße jetzt Herrn oder Frau Kesch aus Berlin. Frau Kesch, ja, guten Abend. Guten Abend. Ich hätte eine Frage, beziehungsweise würde ich gerne eine Frage aufgreifen von einem vorherigen Anrufer, und zwar hatte der Herr beschrieben, wie er selbst vor, ich glaube, 3 Jahren oder so zum Glauben gefunden hat. Und er hatte ein bisschen, glaube ich, auch die Frage angerissen, wie Sie, Herr Drewermann, zum Thema Evangelisation stehen. Und das würde mich persönlich nun auch sehr interessieren, da ich eigentlich auch sehr an einer
in einer Koexistenz von Religionen eigentlich interessiert bin. Und ich mir wünsche, dass Menschen, die halt einen verschiedenen Glauben haben, sich auch gegenseitig respektieren können und nebeneinander her ihren Glauben auch leben können. Allerdings sehe ich eben in dem Aufruf, der in der Bibel einfach zu finden ist, dass wir rausgehen sollen und Leute zum Glauben führen sollen und taufen sollen und bekehren sollen, sehe ich da immer so einen kleinen Widerspruch drin. Und da wollte ich einfach mal fragen, wie Sie das verstehen, oder wie Sie das deuten können. Ich habe vorhin ja schon gesagt, ich kann die Persönlichkeit und die Erfahrung, die eben geschildert wurde, überhaupt nicht kommentieren. Tu das auch jetzt nicht. Ich antworte wirklich nur auf Ihre Frage. Da ist das eine, dass die katholische Kirche in der Neuevangelisation eine Form der Indoktrination aufgemacht hat. Unter Papst Johannes Paul II. Wurden Gruppen von fundamentalistisch Frommen, von Evangelikalen protestantischerseits organisiert, die dafür Sorge tragen, dass neue Interpretationsweisen der Bibel gegenüber, was ja vorhin auch unser Thema war, nicht Platz greifen. Was in der Bibel steht, ist wortwörtlich wahr, Punkt und fertig. Darüber wird nicht diskutiert. Wenn das so ist, sind natürlich auch die Dogmen der eigenen Kirche nicht diskutierbar. Die Frage ist nur der Vermittlung. Dafür kann man viel Geld opfern, man kann die Maschinerie anwerfen. Und man muss an jeder Stelle Leute von außen her formieren, indoktrinieren, damit sie auf Kurs kommen. Das kann man in aller Regel bei Leuten, die in sich selber instabil sind, die Suchende sind, die sich klammern an jedem, der kommt und sagt, ich habe für dich die Lösung. Menschen, die im offenen Meer treiben, werden nach jeder Rettungsleine greifen, mit aller Anstrengung und denken, das ist mein Leben jetzt. In dem Moment ist das ja vielleicht auch so. Aber wenn es funktioniert mit der Rettungsleine, sollte der Gerettete irgendwann mit beiden Beinen wieder auf der Erde gehen, aufrecht und gerade, wohin er selber will. Und das ist bei den Gruppierungen der Neuevangelisation überhaupt nicht erwünscht. Das hat sektenähnliches Format. Selbst wenn ich auf die Organisation, auf die Hintergründe der Geldgeber und die Kirchenstruktur nicht eingehe, ist dies am meisten auszusetzen, entsprechend dem, was wir vorhin hatten, dass man die Bibel liest, indem man die gesamte historisch-kritische Methode beiseite tut. Die Theologie hat ja in den letzten 200 Jahren an Ehrlichkeit, an Erkenntnismitteln, an einer Fülle von Ergebnissen sehr gewonnen. Das darf aber in diese Kreise nicht eindringen. Sie müssen sich vorstellen, dass in USA im Bibelgürtel viele Leute, die Nachfahren derer sind, die vor Jahrhunderten schon der Aufklärung einfach weggelaufen sind. Sie wollten die geistige Verunsicherung nicht, sie wollten mit der Bibel in der Hand in ein neues, gewissermaßen paradiesisches Freiland hinein. Und dann gab es da Indianer, die entweder sich bekehren lassen oder abgeknallt werden. So einfach ging das. Da gibt es die Kreise, die auch nach Europa jetzt einwirken und vor allem nach Südamerika ausgreifen. Ich halte das politisch, sozial, vor allem geistesgeschichtlich für außerordentlich gefährlich und ich kann es nicht wünschen. Viel mehr läge mir daran, wir würden den Satz, den Sie jetzt hier erwähnen, geht hinaus in alle Welt, lehret alle Völker, taufet sie und so weiter, mal so verstehen, wie wir das bei Jesus vorgelebt finden. Wenn Jesus von Gott spricht, werden Kranke darunter geheilt. Da wird eine Liebe verströmt, die Menschen Vertrauen schenkt. Da werden all die Zwänge, die in der Religion aufgebaut werden, beiseite getan durch die klare Evidenz der Humanität. Und vor allem, Sie hören im Neuen Testament Jesus niemals an keiner Stelle dogmatisch reden. Er erzählt Geschichten. Er redet in Bildern. Er spricht zu den Menschen von Gott, wie ein Dichter es tut, damit sich das Herz verändert. Von Angst zu Vertrauen. Wenn das geschieht, kann man sagen, jetzt öffnet sich ein Mensch für Gott und dann wird alles Weitere sich ergeben. Das ist das Gegenteil von Indoktrination. Aber in der Kirchengeschichte haben wir aus Jesus einen fettigen Gegenstand der Dogmatik gemacht. Und den schwingen wir jetzt als Rechtgläubige rund um die ganze Welt. Der Beweis, wir haben christliche Mission stets gekoppelt, spätestens seit dem 16. Jahrhundert, an die Kolonialgeschichte Europas. Um den sogenannten Heiden Christus zu bringen, mussten wir als erstes sie selber besiegen, ihre Kultur entwurzeln, ihre Lebensweise ändern, sie abhängig machen als Sklaven unserer eigenen Wirtschaftsinteressen. Und dann haben wir in Schulen eingerichtet und beigebracht, wie man auf Englisch Kirchenlieder singt.
Das heißt nicht Christus verkündigen, das heißt nicht die Freiheit bringen, das heißt Menschen quälen im Gegensatz zu dem, was Jesus wollte. Wenn das mal klar ist, können wir über Evangelisation mal ganz anders sprechen. Und ich denke, das sollten wir. Frau Kesch aus Berlin, wir bedanken uns für Ihren Anruf. Ja, danke schön. Vielen herzlichen Dank. Einen schönen Abend noch. Danke. Wünschen wir Ihnen natürlich auch. Und ich habe eine Mail von Stefan Bommert aus Nordhorn und ich habe sie eben schon mal flüchtig durchgelesen. Und er spricht mir auch so ein bisschen aus dem Herzen. Also im Grunde genommen könnte ich die mit unterschreiben. Also, lieber Herr Drewermann, ich quäle mich oft mit dem Gefühl, dass sich in meinem Leben nichts verändert hat. Dann frage ich mich aber auch, woran sich Veränderung in einem Leben festmacht. Vieles ist ja doch nur Wiederholung, vielleicht nur auf anderen Ebenen. Wenn ich sehe, dass ich weiterhin in meinem Heimatdorf lebe und andere vielleicht Karriere in einer großen Stadt als Manager gemacht haben, doch auch bei denen wiederholen sich nur die Rituale des Berufs, Abendessen, Besprechungen, ... Mache ich mir da etwas vor? Wie kann man urteilen, ob ein Leben voller Veränderungen steckt oder nicht? Mit besten Grüßen, Stefan Bommert, Nordhorn. Ich bin erstmal dankbar, dass Sie den Maßstab der Veränderung nicht in der äußeren Karriere setzen. Denn das ist die Einbildung, die viele, gerade in unserer heutigen Arbeitswelt, mitbekommen sollen. Sie sollen sich verändern, heißt, sie sollen flexibel sein am Arbeitsplatz, sie sollen jedem Karrierefortschritt hinterherlaufen, sie sollen sich korrumpieren an die Auftraggeber, sie sollen praktisch immer mehr vom Charakter verlieren, bis dass sie die Chamäleons des Wünschbaren, der Geldgeber, geworden sind. Das alles sind Veränderungen, aber sehr zum Negativen. Verformungen sind es. Und wenn Sie umgekehrt fragen, was sind denn die Veränderungen, die wir wünschen würden, müssten wir sie genau im Gegenteil festmachen. Jemand bewahrt sich selber, indem er seine Identität entfaltet. Er weigert sich, sich verformen zu lassen und wächst damit tiefer in sich selber, hinein und mit sich selber mehr zusammen. Das sind die Veränderungen, in denen, wenn Sie auf die Wiese schauen im Frühling, Blumen blühen. Sie entwickeln ihre Schönheit, indem sie mehr und mehr sie selber sind. Die Sonne trägt dazu bei, der Wind und der Regen und der Boden. Wir brauchen eine Umgebung, die das erlaubt, das meine ich mit Sonne, Wind und Regen und dem Boden. Aber viel wichtiger ist, dass hier ein Gebilde gar nicht anders kann, als den Entwicklungsgesetzen zu folgen, die es in sich trägt. Und das ist das Entscheidende. Normalerweise ist die Gesellschaft nicht imstande zu diktieren, wer wir zu sein haben, sondern ein Raum von Freiheit, der Selbstbestimmung, der Autonomie, auch der Entscheidungsfähigkeit, der Treue zu sich selber. Bei vielen Risiken, die wir damit eingehen, wird zumindest toleriert. Ich gebe zu, es wird nicht gewünscht. In welcher Wehrmacht zum Beispiel, in welchem militärischen System würde gewünscht, dass Menschen sich selber treu bleiben? Sie werden zusammenschikaniert und zusammengeschrien und gebrüllt. Das will man. Refraktärbefehle zu verweigern, wird nirgendwo geübt. Aber wenn wir hören auf Tolstoi, begreifen wir, dass er recht hat. Um sich treu zu bleiben, muss man ganz oft Nein sagen. Die Existenzphilosophie Sartres hat das zum Kern gemacht. Identität ist Negation. Sollte sagen, die Summe der Verneinungen macht am Ende, was wir wirklich bejahen. Das kann auch die Entwicklungspsychologie bestätigen. Das Kind, das zum ersten Mal mit, sagen wir, 1,5 Jahren, 15 Monaten, 18 Monaten die Nein-Vokabel durch den Raum trompetet, Nein, ist gerade dabei, sich abzusetzen. Etwas zu tun, das es bis dahin in der Dualunion gar nicht konnte. Und nun gilt es eben, das nicht auszutreiben, sondern sinnvoll zu machen. Nur Nein zu schreien ist an sich schon eine großartige Fähigkeit, aber es wäre auch gut, sie verbünde sich irgendwie mit Situationsgerechtigkeit. Das ist der nächste Erziehungsfortschritt. Das Kind hat ein Recht, Nein zu sagen, aber nicht bei jedem Unsinn. Die Identität formt sich aus diesem Wechselverhältnis. Ich bin ich selber, ich grenze mich ab, die Grenzen werden akzeptiert und es wird gefördert, was in den Grenzen sich entfalten möchte. Wenn das gelingt, haben wir die beste Veränderung im Sinne einer Entwicklung, die mit sich selbst an Identität gewinnt. Das ist unser Bild immer wieder ein Gleichbleibendes in dem sich Verändernden. Das wäre ein Stück vom Himmel auf Erden.
die Redefreiheit mit Eugen Drewermann. Wir haben es jetzt 22.52 Uhr. Jede Menge Mails liegen noch bei mir auf dem Tisch. Wir können nur noch eine jetzt bearbeiten oder beantworten. Aus Dülmen kommt sie, von Raffaela Martinez. Lieber Herr Drewermann, die Zeit, in der sich am meisten in meinem Leben verändert hat, war die Pubertät. Es war aber auch die Zeit, die ich als am anstrengendsten in Erinnerung habe. Und dann war es vielleicht auch die schönste. Ich habe schon von vielen Freunden ähnliche widersprüchliche Gefühle über die Pubertät gehört. Gehört es zur Lebensveränderung, dass sie uns gleichermaßen fasziniert und verwirrt? Sie haben vollkommen recht, obwohl die Frage selber auf eine Täuschung zurückgeht. Die dramatischste Veränderung ist natürlich die Säuglingszeit. Aber das bekommen wir nicht mit. Das geht an unserem Bewusstsein vorbei, weil es ja unser Bewusstsein selber ist, das da vorangetrieben wird. Bei der Pubertät stimmt es vollkommen. Wir erleben plötzlich, dass da etwas einbricht, der Gestaltwandel. Gerade für Mädchen ein ungeheuer verunsicherndes, aufregendes Phänomen. Jeder kann sehen, dass da etwas passiert, aber wie wird man gesehen? Wie darf man sich selber sehen? Gefühle brechen auf, die man so nie kennengelernt hat. Triebe mit ungeheurer Energie können das Ich überspülen, uns um den Schlaf bringen, bei Vollmond an die Fensterscheiben drücken. Wer sind wir selber? Und für all das gibt's keine fertigen Antworten. Das heißt, diejenigen, die man uns gegeben hat, erweisen sich als lächerlich. Menschen, denen wir vertrauen könnten, werden immer seltener. Wem darf man all dies Unbekannte, Geheimnisvolle sagen, ohne sich zu verraten? Mädchen in dem Alter haben eine eigentümliche Schrift, soweit ich sehe, die ist in sich eingerollt förmlich. Ganz offen, wo es irgend geht. Nach vorne drängt, ganz ungestüm, aber dabei in Rücklage, ganz häufig. Also links gerichtet, obwohl dynamisch nach vorne geschrieben. Das ist die Pubertät. Man hat Angst vor all dem, was man so sehr begehrt. Man ist unsicher. Man weiß überhaupt nicht, worauf man sich einlässt, aber man weiß, dass man es tun muss. Es ist wie ein Sprung aus einem Schiff, aus Beiboot sozusagen. Man muss etwas ganz Neues probieren. Nichts ist mehr wie vorher. Ein Drang zur Freiheit, zu Ungestüm, auch zur Verneinung, zum Lächerlichmachen des Tradierten, ein Aufbruch und die ganze Begeisterung, die dazu gehört. Sie haben völlig recht, es gibt kaum eine Zeit, in der man so leidenschaftlich träumt, so verwegen etwas unternimmt, so bedingungslose Idealen nachstrebt, wo man vor dem Spiegel steht und es erscheint einem eine ganze Welt, die doch die eigene Zukunft sein könnte und man ist erst ganze 16 Jahre alt. Noch liegt das ganze Leben vor einem. Gefahren ignoriert man natürlich, passieren kann doch nur das Richtige. Und man träumt fast immer in den Jahren von der Liebe. Und so wünsche ich, dass Sie im Rückblick auf Ihre sogenannte Pubertät, die man umschreiben sollte als die Zeit der träumenden Monde, manche Ihrer Träume haben in Erfüllung gehen sehen, dass Sie immer noch die Frau geblieben sind, die Sie damals waren und sich bestätigt hat, wovon Sie hofften, Erfahrung machen zu dürfen. Eugen Drewermann heute wieder in der Redefreiheit. Und Herr Drewermann, wir haben einen Gruß bekommen aus Kolumbien. Ich hoffe, dass ich die Stadt richtig ausspreche. Bucaramanga, Südamerika, Kolumbien, von Irmtraut Parmann. Und die bedankt sich erst einmal für diese Sendung, freut sich, grüßt Sie vor allen Dingen und hat uns so zwei heitere und weise Gedanken zum Thema Veränderung noch von einem Namensvetter von Ihnen, was den Vornamen angeht. Eugen Roth, Eugen Drewermann, Eugen Roth. Zwei kleine Mini-Weisheiten, Kleinigkeiten. Ein Mensch fühlt sich oft wie verwandelt, sobald man menschlich ihn behandelt. Und Vieldeutung. Ein Mensch schaut in die Zeit zurück und sieht, sein Unglück war sein Glück. Eugen Roth zum Abschluss unserer Redefreiheit mit Eugen Drewermann. Schönen Dank, Herr Drewermann. Wir sehen uns wieder und hören uns wieder schon am 16. Oktober mit einer neuen Ausgabe der Redefreiheit zum Thema Strafen. Und an dieser Sendung beteiligt waren Holger Postler, der hat die Texte eingesprochen, Jürgen Franke, der hat die Telefongespräche entgegengenommen und er hat auch die Mails entgegengenommen. Isabel Triebsch, sie war zuständig für die Technik und unser Redakteur war Stefan Cartier. Mein Name ist Hans-Heinrich Obuch. Ich wünsche uns allen noch einen schönen Abend und ein schönes Wochenende. Tschüss, bis bald.